Freitagabend, 22.30 Uhr, herzlich willkommen. Wir freuen uns auf eine tolle Auflage, auf eine Jubiläumsauflage, die wir jetzt in Kürze erleben dürfen. Wir sind hier in Mandarfen im Pitztal und angesagt ist der Piz Alpine Glacier Trail 2022. Zum 10-jährigen Jubiläum darf ich mal als allererstes gleich begrüßen den Chef des Tourismusverbandes, den Geschäftsführer Georg Stettner. Schönen guten Abend. Ich glaube, wir freuen uns alle, was jetzt dann hier kommen wird. Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Sensationell, was wir da wieder am Abend da hergerichtet haben, und es wird eine super Veranstaltung. Ja, da freuen wir uns ganz besonders. Bevor ich zum OK-Chef komme, Lars Schweizer. Guten Abend. Unser wichtigster Mann da herinnen, neben Markus Kröll, der heute kommen wird. Genau. Du wirst uns mit allen Informationen beliefern. Wir, glaube ich, wie ich schon gefragt habe auch, wird eine fantastische Veranstaltung. Der Regen ist hoffentlich vorüber. Ja, scheint jetzt durch zu sein für die Nacht, ja. Und jetzt können wir uns bei guten Temperaturen auf ein tolles Lauf-Event freuen. Auf jeden Fall. Ein bisschen kalt vielleicht heute Nacht, aber morgen dann auf jeden Fall mit Sonne am Start. Ja, lieber Alex Bittel, der OK-Chef, alles ist angerichtet. Ja, ich würde mal sagen, es ist alles angerichtet. Der Regen ist vorüber. Wir haben heute zahlreiche Sitzungen gehabt, oder? Und OK-Team-Meetings, oder? Wo wir geschaut haben, wie tun wir. Aber anscheinend, oder, hat es der Wetter jetzt gut mit uns gemeint, oder? Es ist trocken. Es soll die Nacht trocken bleiben. Es soll am Morgen den ganzen Tag trocken bleiben. Also, es ist angerichtet. Ja, wir können in Kürze dann auch den Blick hinaus machen, natürlich zum Startgelände. Es geht um 23 Uhr los. Günter Leike, unser Kollege, ist draußen und er wird uns dann mit dem einen oder anderen Interview jetzt dann, bevor es losgeht, natürlich alle Informationen auch bringen können. Und wie es denn den Athletinnen und Athletinnen so geht, 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ausverkauft, so kann man sagen, da ist die Obergrenze und das ist auch in diesem Jahr so. Ja, richtig, wir sind seit 5 Jahren ausverkauft im Pitztal mit 1000 Läuferinnen, Läufern, wie du gesagt hast, und mehr Platz ist auf den Wegen nicht. Wir wollen die Qualität der Veranstaltung so hoch halten, wie sie jetzt ist, und mehr Läufer ist auf gewissen Passagen dann einfach nicht mehr zu verantworten, weil dann einfach zu viel los ist. Und das hat sich bewährt, dieses Konzept, und der Run auf dem Piz Alpine ist größer denn je. Ja, mega Geschichte, da kommen auch viele Begleiter mit, das heißt auch die Hotelier wird sich aufreuen, die Zimmer sind gebucht, die Häuser sind voll, was will man mehr? Ja, wir sind seit 10 Jahren an dem Thema dran, zum Trailrunning haben wir ja nicht nur den Event, und es macht sich jetzt langsam bezahlt, dass viele Häuser den ganzen Sommer über Trailrunner zum Trainieren da haben oder als Hobby das machen oder auch Profiathleten, Athletinnen. Und das hat sich schon ausgezahlt, diesen Event jetzt draufzusetzen. Und das ist schon ein Höhepunkt in der Trailrunning-Saison. Und die Hoteliers sind sehr zufrieden, weil wir haben einmal eine Befragung gemacht. Es kommen im Schnitt, kommt der Läufer, Läuferin mit 3,2 Personen. Und das ist schon mächtig, wenn da 3-4 Leute für einen Menschen, der dann teilnimmt, da kommen, das ist super. Und es zahlt sich natürlich die Nachhaltigkeit aus, wenn man auf ein Produkt setzt, dann wird es sich durchsetzen, wie man hier aussieht. Genau, das Nachhaltige draufsetzen auf das Thema und auch, dass die Bevölkerung und die Leute im Pizza selber lauffanatisch sind, das gehört dazu, dann ist es authentisch auch noch und somit hast du schon fast gewonnen. Für die Laufwerkstatt ist es nicht das erste Event in dieser Saison. Es sind schon einige große Events absolviert worden. Das hier hat auch einen ganz besonderen Flair. Ja, also wie der Gerhard da vor 7 Jahren auf uns zugekommen ist, oder, und gesagt hat, wir sollen den Event mit ihm doch durchführen, oder, da ja, war das Event ja noch viel kleiner, oder? Und ich sage, für uns ist das natürlich schon eine Erfolgsstory und eine tolle Geschichte, das gemeinsam aufgebaut zu haben, gemeinsam relativ schnell. Ich glaube, es war innerhalb von 2 Jahren, waren wir auf 1000 Leute, von 200 Leuten, wo man es übernommen hat, oder? Also das ist schon eine tolle Geschichte, was man da gemeinsam entwickelt hat. Und es ist, also ich glaube, wir könnten da wahrscheinlich das Doppelte an Leute oder an Läufer und Läuferinnen zulassen und die würden auch starten. Aber es geht halt nicht. Wir sind vor 4 Monaten vor der Veranstaltung ausgebucht gewesen und das Schlimmste sind eigentlich immer die Mails, die wir alle beantworten müssen und absagen müssen und sagen, na, es geht doch leider nicht, hätte jetzt ein bisschen früher sein müssen. Soll Schlimmeres geben. Ja.
ganz kurz vielleicht, wie geht man mit so einer Situation um? Heute am Nachmittag dann, es war noch schön warm, zuerst am Vormittag, aber dann sind Gewitterwolken aufgezogen. Wenn man gesehen hat, wie es in Südtirol gerade zugegangen ist, ist man hier mit einem blauen Auge davon gekommen. Aber eben, es gibt so eine Crew, ein Kernteam, wo alles besprochen wird, also der Safety First. Ja, also wir haben 6 Leute im Race Office sitzen, gell? Wir haben ein Wettercockpit, Wetterradar, oder? Wir schauen da ständig auf die Situation und beraten dann quasi mit dem Gerhard, mit der Bergrettung, oder mit sag ich mal, Bürgermeister und so weiter meistens, oder wie, oder wir da eben im Endeffekt, oder, dann reagieren sollen, oder im kleinen Team eben die Vorentscheidung, oder sollen wir jetzt um 11 Uhr starten, oder am Donnerstag haben wir schon die Entscheidung getroffen, die kurzen Distanzen früher starten zu lassen, um einfach das Risiko zu senken, oder dass man da eben mit der Masse der Leute vielleicht in den Bergen ist, oder, und dann kommt der Gewitter, oder schaut es eigentlich eh viel besser aus, aber ich glaube, es ist immer die Vorsicht, die Mutter der Porzellankiste, oder? Und ich glaube, eben viele Leute in einem Race Office zu haben, viele, sage ich mal, Leute, die das professionell machen, das ist schon ganz eine wichtige Geschichte. Und es gibt uns auch ein bisschen Sicherheit, wo wir sagen, Gott sei Dank haben wir da wirklich Leute sitzen, wo wir hineingehen ins Race Office und sagen, wie schaut es aus? Und die geben uns da einen top aktuellen Bericht und eine klare Situationsbeschreibung. Wir haben ja heute Nachmittag auch zweimal schon quasi Sturmwarnung gehabt, oder haben auch zweimal schon den Platz geräumt, oder, und haben dann eine Viertelstunde später wieder weitergemacht. Also, und das gehört einfach dazu, oder, dass man da vorsichtig ist und das akzeptiert auch jeder und das findet dann eher jeder gut. Und viele der Läuferinnen und Läufer sind natürlich können mit solchen Situationen umgehen. Ja, der Großteil weiß, dass so wie jetzt, wenn es wirklich durch und durch nass ist, dass man das Tempo reduzieren muss beim Abwärtslaufen. Wenige wollen es dann nicht wahrhaben, aber das zeigt einem gleich die Natur, was das Tempo ist beim Abwärtslaufen vor allem. Und manche Passagen sind jedes Jahr nass, weil es einfach die Bäche rundherum, wir haben so viele Wasserfälle und so viel Wasser im Pitztal, dass es immer wieder nasse Passagen gibt. Aber wir haben viele Stammgäste, die kennen das schon. Und die Neuen, das spricht sich in den sozialen Medien herum, dass es bei uns schwierig und vor allem technisch anspruchsvoll zum Laufen ist. Und ja, für das sind wir bekannt, berüchtigt bei manchen, weil sie wiederholt da sind und die Strecke vielleicht immer noch nicht geschafft haben, aber sie kommen jedes Jahr wieder und sie wollen den Piz Alpine bezwingen. Ja, und solange Lars Schweizer in kurzen Hosen da sitzt, sind die Aussichten für Sonnenschein morgen gut. Ja, zwischen März und Oktober gibt es keine lange Hose. Ja, bei dir nicht. Ja. Ja, wir reden hier im Studio. Es dauert noch ein bisschen, bis es losgehen wird. Um 23 Uhr wird gestartet. Dann sind wir unter anderem auch mit Kameraläufer unterwegs, haben auch eine Kamera auf der Strecke. Da können wir schon Impressionen zeigen, wie es denn auch über die Nacht sein wird. Wir sind auf vielen Kanälen vertreten, die Tiroler Tageszeitung als Partner auch. Da läuft der Livestream online, eben sind wir in ganz Österreich, in Deutschland vertreten, bei den größten Online-Portalen. Mit Salomon haben wir eine sehr große Community im Social-Bereich. Alle sind live mit dabei und mit K19 fast 1 Million Haushalte über Magenta und A1 kann man das Ganze jetzt auch im Fernsehen ansehen. Es ist fast schon nicht mehr wegzudenken, die Livestreams. Das gehört zu einem Top-Event. Wir haben es jetzt ein paar Mal schon durchgeführt, Resonanz sehr gut. Ja, die Resonanz ist gewaltig, oder? Wir haben ja vor 2 Jahren angefangen und wir haben gesagt, Outdoor-Sport, oder, muss, oder, quasi ins Fernsehen oder in die Live-Übertragung kommen. Das ist ein Muss für die Top-Events. Ich glaube, klar, oder, die kleineren werden da noch eine Zeit brauchen, bis sie dorthin kommen, aber ich glaube, die Top-Events in Österreich im Dachraum oder müssen eine Live-Übertragung haben in Zukunft. Und ja, wir sind eigentlich jetzt schon sehr erfahren, oder? Heuer haben wir ja sogar Satelliten quasi Schüssel dabei, oder, und schauen, oder, dass wir teilweise die Netzabdeckung mit dieser Variante zusammenbringen. Also wir haben, glaube ich, einiges vor heuer und dieses Mal, oder, beim Piz Alpine, und ich freue mich schon, dass wir da die Live-Anteile dann noch erhöhen werden und was wir für Bilder bekommen mit den Drohnen. Er wollte mich schon raufschicken mit der Satellitenschüssel auf den Gletscher, aber es ist jetzt jemand anders hinaufgegangen. Wir reden gleich weiter, wir bleiben ein bisschen hier, denn wir können jetzt hinausschalten. Da ist Günther Leicke, mein Kollege, und der hat, glaube ich, schon einige Eindrücke und vor allem auch einen Interviewgast bei sich.
Ja, tatsächlich, wir sind hier in Startvorbereitung, die Spannung steigt, man merkt auch so langsam, das Kribbeln geht bei allen schon los, die Temperaturen, ja, natürlich nicht mehr ganz so sommerlich, aber es regnet inzwischen nicht mehr und ich habe einen interessanten Partner tatsächlich hier jetzt schon parat sozusagen, der bald an den Start geht, der René Meyer, einer, der ja, den Lauf kennt, der die Läufe kennt, selbst Mitorganisator eines anderen Laufes in Imst. René, heute geht es über welche Distanz für dich? Für mich geht es heute über 62 Kilometer und ca. 4000 Höhenmeter. Du kennst den Lauf bestens, du bist mehrere Distanzen schon gelaufen, auch schon mal gewonnen, den Riffelsee 45 Kilometer. Du kennst, hier ist für den, ja, für den Bergläufer, für den Trailrunner alles mit dabei, oder? Ja genau, es ist technisch sehr anspruchsvoll, also technische Läufe sollte man mögen und wie gesagt von 16 Kilometer bis 105 Kilometer ist da alles mit dabei. Deine Entscheidung heute für den 60er, weil? Ja, weil mit zunehmendem Alter man auf längere Distanzen gehen sollte oder kann und das habe ich jetzt einmal probiert. Ja, und die Ambitionen von, wir haben mit einigen hier schon mal gesprochen, die sagen, ja, Ankommen ist wichtig, Überleben ist wichtig, einfach Spaß haben, aber du, deine Ambitionen sind natürlich schon andere, oder? Ja, ich hoffe, dass ich in der Altersklasse auf Stocker laufen kann. Schauen wir mal, wie es so ausgeht. Ich bin schon lange kein richtiges Rennen mehr gelaufen, weil ich letztes Jahr ein bisschen mit Verletzungen Probleme gehabt habe. Und schauen wir mal, wie es geht. Toi, toi, toi. Wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute und wir sehen uns dann am Start. Vielen Dank. Danke. Ja, zurück ins Studio. René Meyer haben wir gehört und wir hören uns gleich noch ein paar andere Stimmen hier. Ein paar richtig spannende Leute haben wir schon gesehen. Bis gleich. Günter Leike, unter anderem in der Organisation für die Olympischen Spiele im Biathlon in Antholz ganz vorne und auch öfters bei euch, also der weiß schon, von was er redet. Es ist die Besonderheit mit dem Gletscher auf 3000 Meter, man läuft, das gibt es ja nicht überall. Da. Also das ist schon, das sehen wir schon als USB, dass man bei einer Laufveranstaltung in kurzen Hosen mit Salomon Trailrunning-Schuhe über den Gletscher läuft. Die einzige Pflichtausrüstung ist, die sind die Grödel, also über dieses Toteis teilweise, wo es wirklich, hätte ich fast gesagt, arschglatt ist, braucht man diese Grödel, das sind also Pflicht. Und die Landschaft, die sich da den Läufern eröffnet, ist einfach einzigartig, sensationell. Und wir haben sehr viele deutsche Starterinnen, die zum Teil aus dem Norden kommen, wo es ganz flach ist, also die sind sowieso hin und weg. Aber auch letztes Jahr hatten wir 10 Japanerinnen da und das waren schon, das sind sensationelle Eindrücke, die denen oft ein Leben lang als Läufer, Läuferinnen erhalten bleiben. Die werden 3 Stunden lang fotografiert haben, die 10 Japanerinnen. Ja, das ist ja im Traillauf ganz, gar nicht selten, dass es eben natürlich der Elite geht ums Gewinnen, da geht es um Sekunden, die wollen zum Teil auch schneller sein als das Jahr davor. Aber ganz viele bleiben dann stehen, machen Fotos. Wir haben etliche Läuferinnen, Läufer, die sagen, so viele Fotos habe ich noch nie gemacht während einem Wettkampf. Und das ist ja toll für uns, weil die gehen ja heutzutage über Social Media schnell hinaus. Und ja, das ist einzigartig im Pitztal, glaube ich. Ich darf mich derweil bei euch zwei bedanken. Ihr müsst zum Start hinaus. Wir dürfen euch aber einladen. Vielleicht habt ihr die Zeit, dass ihr anschließend dann, wir sind ja bis 0.30 Uhr hier, nochmal hereinkommt. Also Dankeschön vorerst. Und ich glaube, wir können schon wieder hinausschalten. Also zum Startbereich und dort ist Günter Leike. Ja, also ich bin ganz fasziniert hier, die Leute, die sich hier gerade aufwärmen. Und wie gesagt, also das ist ja etwas Ordentliches, auf was die jetzt losgehen sozusagen. Und einen interessanten Gast haben wir jetzt tatsächlich wieder bei mir. Und zwar den Richard aus Hamburg. Den Richard aus Hamburg. Richard, du bist zum ersten Mal mit dabei hier im Pitztal? Ja, tatsächlich. Wunderschöne Trails, habe hier schon eine Woche verbracht, sehr genossen. Wie trainiert man Berglauf in Hamburg? Das würde mich erst echt interessieren. Ja, die Frage höre ich nicht zum ersten Mal. Das ist tatsächlich ziemlich schwierig. Wir haben so ein paar kleine Hügel im Süden von Hamburg. Aber das heißt dann immer mal 100 Meter hoch, 100 Meter wieder runter und das sehr oft. Du wirkst jetzt aber ganz relaxed, also das wirkt so ein bisschen ganz chillig, ja, es geht gleich los. Ist das jetzt so? Ich meine, du läufst hier welche Distanz? Die 90 Kilometer. Ganz 90 sind es ja nicht, sind irgendwie 87 oder so. Ist auch nicht mein erstes Mal, dass ich die Distanz laufe. Also von daher schon ein bisschen Erfahrung in dem Metier habe ich schon. Aber du bist tatsächlich so locker, wie du wirkst? Oder sagst du, na, ein bisschen aufregend ist da schon mit dabei? Soll es vielleicht auch? Oder ganz chillig? Ja, ein bisschen Grundanspannung hat man immer, aber wir haben ja Zeit, wir laufen hier stundenlang, von daher alles easy. Dein Ziel? Dein Ziel für den Lauf?
erstmal durchkommen und mal schauen. Zeiteinschätzung ist immer schwierig, keine Ahnung, kann ich ganz schlecht einschätzen. Ich habe letztes Mal für eine ähnliche Distanz, glaube ich, mal 14 Stunden gebraucht. Wenn ich das wieder erreiche, ist ganz gut. Super, wir wünschen es dir alles Gute, toi toi toi, an den Start. Jetzt geht's gleich los. Jetzt geht's gleich los und wir schauen mal, die eine oder andere Stimme holen wir jetzt vielleicht noch rein. Hier steigt die Spannung langsam, es kribbelt so schön langsam. Gleich melden wir uns wieder, zurück ins Studio. Ja, da kommen wir von Hamburg ins Zillertal. Da sitzt er nun da, hier bei uns, Markus Kröll. Eine Ikone, kann man sagen, im Trailrun-Sport. Du warst doch einer der überhaupt Ersten, die das begonnen haben. Ja, zuerst einmal danke, dass ich da sein darf, dass schön. Ich das Rennen mit kommentieren darf. Ich freue mich riesig mit dir, Martin und Lars. Ja, ich mache das schon ewig lang, 35 Jahre, und bin natürlich sehr happy und glücklich, wie sich der ganze Trailrunning-Sport entwickelt hat. Und wie man das jetzt sieht, die Rennen werden jetzt live übertragen, also Verena? Ist schon richtig, richtig eine coole Geschichte. Ja. Wenn wir gerade deine Mütze auch da sehen, du bist einer überhaupt der Ersten gewesen im Laufsport und in diesem Werksport, der von Red Bull unterstützt wurde, nach wie vor unterstützt, einmal dabei, immer dabei und vor allem natürlich mit Salomon. Das ist eine sehr, sehr lange traditionelle Verbindung. Ja, richtig, Martin. Also Red Bull habe ich sehr viel zu verdanken. Genauso wie Salomon. Ich bin jetzt 20 Jahre bei der Firma Salomon, habe wieder 3 Jahre unterschrieben, bin jetzt Athleten- und Community Manager. Ja, und wie gesagt, das ist einfach fantastisch und wunderschön, wie sich der Sport die letzten Jahre entwickelt hat. Ja, wir haben es vorhin gehört, da haben sie entschieden, 60 Kilometer zu laufen. Es werden ja jetzt alle 3 Starts, die 105, die 90, die 60, miteinander dann hinausgehen. Gibt es viele, die eigentlich vielleicht denken, na, ich renne 90 und dann sich noch kurzfristig umentscheiden oder so? Ja, ich glaube, die meisten gehen schon auf die, also die meisten werden auf die 100 rausgehen, die 90 ist so ein bisschen eine Zwischendistanz. Okay, die haben wenn man sich vielleicht noch nicht ganz an die 100 rantraut, sich die letzte Gefäßschleife noch mehr sparen. Keine Frage. Aber Marie, eigentlich Marie, ist 60 also 100 nicht nur Marie, halt sondern Marie-Louise, aber du kannst auch Marie sagen. Marie, wir gleich weiter genau, okay. Dranbleiben ja, ja. Unbedingt, denn heute geht's los. Ein bisschen unsere Werbepartner, die wir Ihnen präsentieren dürfen, die sind immer bei Marie uns Müller. Vertreten. Ja, genau. Und Marie dann Müller. Freuen wir uns auf den Start am heutigen Abend. Ich bin Axams, gebürtig vom Schliersee. Okay. Aber ja. Heute ist ja echt, also ich mache ja das bin ich, der Night Chat. Was ich mache? Ich mache Träume wahr. Für Reisende jedenfalls. Denn ich verbinde Europa. Einfach so, über Nacht. Von Stadt zu Stadt. Und ich verbinde Reisen mit dem guten Gefühl, dabei das Klima zu schützen. Ziemlich bequem noch dazu. Wer mag, ist auch ganz für sich. Und wovon träumen Sie? Dream now, enjoy tomorrow. ÖBB Nightjet. Mittendrin sind wir in unserer Sendung am heutigen Abend. Der Park 2022 steht unmittelbar vor der Königsdisziplin, vor dem Start. Bei mir im Studio zu meiner Markus Kröll, eine Ikone im Laufsport, im Trailrun-Sport, und Lars Schweizer, unsere beiden Fachkommentatoren, werden uns dann begleiten auf der ersten Phase hier in der heutigen Nacht für die Athletinnen und Athleten über 105, 90 und 60 Kilometer. Und draußen, da ist auch eine Ikone aus dem Südtirol. Günter Leike, bitte. Ja, und jetzt haben wir wirklich eine überaus spannende Sportlerin bei uns hier.
Die hier sehr bekannt ist, weil sie letztes Jahr eigentlich Geschichte geschrieben hat. Marie Mühlhuber. Marie Mühlhuber, herzlich willkommen zum vierten Mal am Start. Du hast letztes Jahr ganz was Besonderes geschafft. Dreimal gestartet, bis jetzt dreimal gewonnen, wobei letztes Jahr ein ganz besonderer Sieg war. Ja, letztes Jahr lief es ganz besonders gut. Da war ich auch schneller wie die schnellsten Männer, also war die allererste im Ziel. Und deswegen war schon richtig geil. Du bist auch heute wieder mit 60 Kilometern am Start. Das ist dann deine Lieblingsdistanz und deine Lieblingsstrecke von den vielen, die hier zur Verfügung stehen. Ja, die liegt mir eigentlich am besten, weil das Höhenmeter, Kilometerprofil eigentlich mir am meisten taugt. Relativ viele Kilometer, recht technisch. Und die Länge ist auch noch überschaubar. Du warst inzwischen nicht allzu weit von hier, also bist hier sozusagen reingezogen. Das ist so ein bisschen, sind das inzwischen fast deine zweiten Heimatberge geworden? Wohl, ja, da ich ja schon so oft im Pitztal war und auch im Sommer privat viel auf dem Berg unterwegs bin, mag ich die Gegend schon recht gern. Welches Ziel hat man, wenn man den Lauf schon dreimal gewonnen hat, wenn man im Vorjahr sogar noch den schnellsten Mann geschlagen hat? Heute geht man rein, geht es da um Zeit oder was ist dein Ziel dann heute, außer wieder zu gewinnen? Es wäre schön, wenn ich wieder gewinne, dass es mir gut geht, dass es gut dahin läuft, dass ich die Strecke genießen kann, den Lauf genießen kann. Ja, einfach einen schönen Lauf habe und eine schöne Nacht und hoffentlich morgen glücklich, gesund und schnell im Ziel bin. Das wünschen wir dir auch. Alles Gute. Toi, toi, toi. Wir sind schon gespannt, was rauskommt. Alles Gute. Und damit vorerst wieder zurück ins Studio, weil gleich geht's los. Ja, danke dir, Günther. Vielleicht können wir gleich in den Startbereich blicken, dass wir da mal die Bilder erhaschen. Genau da sehen wir es. Markus, Lars, wie ist das so wenige Minuten vor dem Start? Adrenalin und also, alles ziemlich hoch. Ja? Also ich glaube schon, dass jeder jetzt fokussiert ist. Jeder hat eigentlich seinen gewohnten Ablauf von Wettkampf. Jeder checkt nochmal sein Material, beziehungsweise ob der Rucksack richtig sitzt. Jeder hat eigentlich sein spezielles Prozedere, wie er sich vorbereitet. Du weißt es genauso, Lars, dass du sicher auch ein spezielles Ritual hast, ja, wie du dann rausstartest, oder? Ja, hat jeder so seine Geschichte. Also ich quatsche immer noch relativ gern mit den Leuten drumherum. Man wünscht sich noch alles Gute, aber so die letzte Minute gehört dann doch immer mir selber sozusagen, wo man sich nochmal fokussiert auf was man jetzt eigentlich vorhat. Sagt, hey, jetzt guck wieder auf das, was du jetzt laufen willst. Also das ist immer so mein Ding. Und dann wirklich die letzten 20, 30 Sekunden wirklich Fokus genießen. Da lasse ich mich meistens auch leider nicht mehr mitreißen, was irgendwie Mitklatschen angeht oder sowas, weil ich halt dann wirklich mich auf mich fokussieren will in dem Moment. Ja. Und so wird es jetzt den meisten auch gehen, denke ich mal. Ja, es war bei mir genauso, Martin. Wenn ich immer sehr fokussiert war am Start, habe ich meistens angefangen zu gähnen. Und wenn ich angefangen zu gähnen habe, haben oft meine Gegner gesagt, du, der Kröll gähnt wieder, der ist sicher top in Form. Und ich habe wirklich mich dann so runtergeholt und so fokussiert, dass ich echt extrem konzentriert war und angefangen habe zu gähnen. Und jeder hat gewusst, wenn ich anfange zu gähnen, der Kröll ist in sicher einer guten Form. Sonst würde er nicht das Prozedere am Start durchmachen. Außer beim Dolomitenmann, da hast du den Andi Goldberger noch im Genack gehabt. Also da musst du richtig in den Tunnel rein. Ja, wenige Minuten sind es noch. 5 Minuten, 5,5 Minuten. Reden wir kurz. Wir haben 3 Distanzen und trotzdem im ersten Block rennen die 100er, die 90er und die 60er miteinander los. Ja, die gehen zusammen raus. Wichtig wird sein, dass du dich halt je nach Distanz nicht vorne gleich mithältst, also die 100er wirklich auch mal ein paar 60er vielleicht ziehen lassen, weil das Tempo halt ein unterschiedliches sein wird, weil die halt ja früher fertig sein dürfen dann letztendlich. Und der erste Anstieg muss dann einfach sortieren so ein bisschen. Geht ja relativ gleich hoch am Anfang und ja, aber schön, wenn die 3 Distanzen so zusammen rausgehen und ja. Man sieht vorne ja schon Krasel, Flo, sehr interessanter Läufer, sehr ein guter Läufer, Weltklasseläufer, gutes Ergebnis beim UTMB. Bin zwar sehr überrascht, der Lars genauso, dass er so kurz vor dem UTMB nochmal ein 100er läuft. Also ja, Hut ab von Krasel Flo, dass er das, ja, dass er das wirklich nochmal antut, so kurz vorher so eine riesen Distanz zu laufen. Vor allem, wenn man halt bedenkt, dass der Eiger 250er, den er gelaufen ist, vor 3 Wochen, erst 3 Wochen her ist, 250 Kilometer am Stück. Mit dem Tom Wagner zusammen und die waren, glaube ich, 70 Stunden unterwegs für die 250 Kilometer, also am Stück. Da ist auch nicht viel mit Schlafen dann in dem Moment. Und jetzt nochmal ein 100er und dann in 3 Wochen UTMB. Ja.
Da muss man im Kopf sehr stark sein, ne? Ja, ich glaube auch im Kopf und auch, glaube ich, überhaupt den ganzen Körper, muskulär und so weiter, dass der ganze Stützapparat, dass der das aushaltet. Wie gesagt, ein sehr interessanter Läufer und ich glaube, dass der Grasl die 100 Kilometer, glaube ich, vorneweg dominieren wird. Ja. Lars, wie siehst du das? Gehe offen aus. Also dürfte wahrscheinlich einigermaßen konkurrenzlos auch durchkommen, wenn er gut durchkommt. Aber bei so einem langen Rennen kann halt viel passieren. Also einmal falsch auf den Stein treten, gerade wenn es zur Nacht rutschig ist, dann kann es halt auch mal sowas gewesen sein bei einem Rennen. Und eventuell auch beim UTMB gewesen sein. Also von dem her muss man schon ein bisschen aufpassen. Mhm. Ja, früher hat man gesagt, der Marathon, der Flachmarathon ist die Königsdisziplin, es gibt fast nichts anderes. Jetzt rennt man 105 Kilometer, hat einige tausend Höhenmeter auch zu bewältigen. Also eine enorme Entwicklung in den letzten 20 Jahren, 25 Jahren. Ja, ich bin in ein Ding aufgewachsen, wo man immer gesagt hat, wenn du Marathon laufen willst, dann machst du im Frühjahr einen Marathon, bereitest dich die ganze Saison vor, machst im Herbst wieder einen Marathon. Aber wie du richtig sagst, Martin, es hat sich extrem viel getan in der Szene und bin ja selber immer wieder sehr erstaunt, dass viele Läufer wirklich am Stück, Lars, fast jeden Monat 100 Kilometer laufen. Also das ist schon sehr, sehr extrem, wie sich die Szene da entwickelt hat. Mhm. Ja, gibt es leider auch ein paar, wo es zu viel machen. Also gibt es natürlich auch die Negativbeispiele, aber gerade auch in der Leistungsdichte hast du jetzt schon inzwischen 3 Highlights meistens drin, so übers Jahr. Ja. Ich habe jetzt gerade auch mit den Skibergsteigern geredet, die nehmen ja das gerne auch als Training her. Also von dem her nicht nur auf dem Rad, dass sie viel unterwegs sind, auch in den Bergen, sondern eben auch beim Trailrun. Ist sehr spannend, aber die Skiberger konzentrieren sich schon eher mehr auf nur Vertikalgeschichten, weil, wie der Lars gesagt hat, die Szene hat sich extrem entwickelt, ist sehr stark geworden. Früher, glaube ich, hat es das funktioniert, dass du im Winter Belastung gemacht hast, im Sommer Belastung gemacht hast. Mittlerweile ist das schon so professionell, das ganze Ding Trailrunning und Skibergsteigen, dass es, glaube ich, keinen Sinn mehr macht, dass du wirklich 2 Saisonen durchziehst. Mhm. Du musst dich auf eine Saison konzentrieren, damit du wirklich vorne mitlaufen kannst. Ja, aber jetzt aber so ein bisschen als Ausdauergeschichte und als Grundlagentraining und so, im Sommer läuft man dann schon gerne mit. Natürlich, wie gesagt, die richtigen langen Dinge wie 100 Kilometer würde ich keinen Skibergsteiger empfehlen, weil es einfach zu hart und zu lang und zu extrem ist für die Saison. Was sagst du, Lars? Ja, gibt auch immer mehr Spezialisten auf die ganzen Distanzen. Also es wird schwieriger, wenn du aus einer anderen Sportart kommst, dann wirklich dann noch mitzulaufen, weil die Spezialisierung einfach viel größer geworden ist die letzten Jahre. Stimmung ist ja ausgezeichnet draußen. Auch das Event-Charakter, die Veranstaltungen, die im Trailrun-Sport aufgezogen werden. Ein moderner Sport, ein trendiger Sportart, Freaks mit dabei. Das ist ja das, was dieses Flair ausmacht und dass Tausende überall mit dabei sind. Total eine coole Community, coole Leute, wie du sagst, Martin, echt entspannte Leute, ganz eigene Stimmung im Trailrunning-Sport. Also wie gesagt, unglaublich, wie sich das die letzten Jahre entwickelt hat. Ja, da schauen wir jetzt auf den Start. 22.59 Uhr und in wenigen Augenblicken wird es losgehen. Die Jubiläumsauflage, da wird es noch einmal angefeuert. Da wird nochmal Stimmung gemacht, kurz bevor es losgeht. Und dann wird hinausgelaufen. Da sehen wir es. Wir sind schon eigentlich über 23 Uhr. 10. Auflage des Spitz Alpine Glacier Trail. Und nennen wir es kurz, Bakt wird jetzt gleich über die Bühne gehen. Am Nachmittag war es nicht optimal, da hat es geregnet, da hat es zum Teil gestürmt, aber jetzt 11 Grad. Ja. Super Laufverhältnisse, wie gesagt, nach so vielen Jahren, wie zum Beispiel sitze ich da im Studio und sehe das, wie die da loslegen. Ich kriege da immer noch Gänsehaut auf meinen Beinen, also wirklich coole Geschichte und ich wünsche ihnen alles Gute, dass sie das wirklich cool durchdrucken. Das ist durchdrucken. Lars, wie geht's los für die Athletinnen und Athleten? Wo bringen sie hin? Wie ist das jetzt gleich? Die laufen jetzt mehrere Schleifen, also je nachdem welche Distanz, kommt immer eine Schleife noch mit dazu. Die Hunderte oder alle werden jetzt erstmal Richtung Mittagskogel hochgehen. Da wartet erstmal ein 1400 Höhenmeter Anstieg auf alle. Also geht's erstmal ordentlich zur Sache. Dann kommt direkt die Gletscherquerung auch oben, wo der Gary vorher schon erwähnt hatte. Und dann geht es wieder hier auch zurück nach Mandarfen, quasi auf die zweite Runde dann. Ja, das Feuer, bengalische Feuer ist schon angemacht hier. Noch warten wir ganz kurz und jetzt ist es soweit. Jetzt geht's los hier. Und damit sind sie auf der Strecke
Standard natürlich das Licht, Standard der Rucksack im Gepäck. Da gehört alles, was zum Sicherheitsstandard eben dazugehört. Ja, und ist auch nicht wegzudiskutieren. Also viele versuchen immer so ein bisschen vielleicht drum zu diskutieren, was man mitnehmen muss oder was man nicht mitnehmen muss. Bei so einer Nacht wie jetzt heute Nacht, 11 Grad, oben sicherlich tief einstellig von den Temperaturen her auf 3000 Meter, fast 3100 Meter. Da gehört eine Jacke einfach mit dazu. Ja. Und auch in Notfallsituationen gehört eine Jacke, ein Erste-Hilfe-Set einfach dazu. Auch Mütze, Handschuhe. Wenn man da sitzen bleibt, wenn man auf eine Bergrettung warten muss, ist das lebensentscheidend dann da oben. Markus, was rennt man für eine Pace los? Wie geht man das an? Wie der Lars gesagt hat, das wird sich natürlich herauskristallisieren, wer die 60 läuft, wer die 90 läuft, wer die 105 läuft. Jeder wird natürlich seine Pace selber wählen. Natürlich, wie der Lars gesagt hat, die 60 werden es sicher schneller angehen. Ich gehe davon aus, der, was da jetzt in Führung ist, dass der die 60 läuft. 100er werden sicher ruhiger angehen, werden es gemächlicher angehen. Ja, es wird ziemlich spannend eben. Es ist sehr nass, natürlich eine technische Strecke. Wie es dann schlussendlich dann ausgeht nach Bitztal, wird sehr eine spannende Geschichte werden. Ja, und am Anfang muss ich es einfach auch ein bisschen sortieren, weil der Anstieg ist relativ schmal vom Weg her. Und wenn du dann halt irgendwo hinten festhängst, weil du am Start nicht weit genug vorne gestanden bist, dann wird es halt schon schwierig. Jetzt haben wir hier zum Glück eine überschaubare Menge an Startern für die Runde, aber bei großen Rennen ist es teilweise schon entscheidend, ob du dann wirklich vorne einen Zug erwischst, wo du mitlaufen kannst, oder ob du hinten in so ein bisschen Trödelmodus verfällst, weil du an der Gruppe nicht vorbeikommst oder weil du denkst, das Tempo von der Gruppe passt ja eigentlich und die Spitzengruppe vorne läuft aber ein viel höheres Tempo, wo du eigentlich mit dabei sein solltest. Deswegen ist am Anfang immer wichtig, dass man sich schon so ein bisschen seinen Platz sucht. Wie man jetzt hier sieht, Stöcke ist absolute Pflicht bei allen drei Distanzen, also ohne so würde ich das jetzt als Trainer nicht empfehlen, an den Start zu gehen ohne Stöcke auf die drei Strecken, weil einfach zu viele lange Anstiege mit drin sind. Erklär uns noch ganz kurz, die Strecken sind ja beschriftet, aber natürlich nicht alle 100 Meter, sondern man muss sich orientieren, man muss sich vorbereiten, man muss sich das anschauen. Wie macht man das? Ja, also ich bin heute ja die 30er schon mal abgelaufen, also Markierung auf der 30er war top für morgen, also wirklich alle paar 100 Meter ein Punkt irgendwo oder ein Schild irgendwo, aber es bietet sich natürlich immer an, oder ist eigentlich Pflicht, sich die Strecke zumindest bei den Langdistanzen auf jeden Fall auf die GPS-Uhr zu laden, das geht heutzutage zum Glück bei fast allen Uhren, oder im Notfall halt doch noch irgendwie eine Karte im Rucksack stecken zu haben, aber meistens einfach über die Uhr sich die Strecke auf die Uhr zu laden und eventuell im Kopf auch ein bisschen zu wissen, wo ist der höchste Punkt? Ist mein höchster Punkt auf 3100 oder auf 3500? Also wenn ich auf 3300 stehe, dann weiß ich halt, ich bin auf jeden Fall falsch hier. Also sich so ein bisschen das Profil auch im Kopf einprägen und so auch ein bisschen wissen, wo man ist und so ein bisschen mich mit der Strecke beschäftigen, ist einfach wichtig. Markus, wie ist es bei dir? Oder? Genau so habe ich das auch gemacht. Man kann nicht hergehen und sagen, so heute laufe ich 100 Kilometer. Ich habe das immer so im Kopf abgespielt, also Kopfkino. Jetzt kommt der Anstieg mit über 1000 Höhenmeter. Jetzt muss ich eine Stunde hart arbeiten, bis ich ganz oben bin. Dann geht es wieder leichter bergab. Ich habe das immer wieder in gewisse Etappen zerlegt. Man sieht jetzt auch an Grasel, da geht es relativ flott an mit dem Meier. Der Meier an dritter Position. Gut, ja. Genau, also genau, Meier ist 60. Dahinter, oder? Grasel, genau, ist Meier ist dahinter, Grasel ist vorne. Der Grasel läuft die 105, der Meier läuft die 60. Also ich glaube, Lars, da Grasel will es ein bisschen wissen heute. Ja, ich weiß nicht, wer das ganz vorne ist, aber das sind zumindest, also Meier ganz klarer Favorit auf die 60, Grasel auf die 100 auf jeden Fall klarer Favorit und den Rest müssen wir mal schauen, wer die restlichen Nummern sind. Ja, also das, was mich auch immer verwundert, wir haben da den Paul, glaube ich, als Kameraläufer mit dabei. Ich meine, der muss ja super drauf sein, sonst kommt er den Top-Leuten ja gar nicht nach. Ja, der muss sich auf jeden Fall anstrengen, die ersten 1400 Höhenmeter, um da dran zu bleiben, ja. Also das sind dann schon spezielle Läufer, die mit dabei sind. Wir haben mehrere, vor allem morgen dann im Einsatz. Wenn es so richtig in die erste Steigung geht, Markus, wenn wir das vielleicht auch noch kurz anreden, das ist ja auch gleich hart, wenn du da von 0 auf 100 quasi musst. Natürlich ist es sehr gefährlich, dass du zu schnell in die erste steile Passage reinläufst. Ja. Optimal wäre natürlich, jetzt kommt es auch wieder drauf an, auf die Distanz, wenn du natürlich die 105 läufst, wäre es schon, ich glaube, intelligenter, wenn du in den G-Modus übergehst und mit den Stöcken arbeitest, um einfach die Muskulatur zu schonen, den Puls auch zu halten, dass du nicht zu hoch
pulsig unterwegs bist. Also du musst schon ein bisschen den Kopf einschalten und das wirklich richtig dosieren und schauen, dass du nicht am Anfang das zu schnell bzw. zu überpaced. Wir reden auch hier gleich wieder weiter, denn draußen redet der Mann, der für uns die Flash-Interviews liefert, und das ist Günther Leitgeb. Ja, tatsächlich, jetzt melden wir uns wieder, was für ein toller Moment. Jedes Mal übrigens, also den genieße ich auch, jedes Mal, wenn der, zum ersten Mal der Startschuss fällt und diese Läufer sich in die Wildnis, in die Nacht rausbegeben, vor ein paar Minuten war es soweit. Und ich habe jetzt einen Mann bei mir, der vor wenigen Minuten noch bei euch im Studio gesessen hat und jetzt bei mir steht der Tourismusdirektor, der Gerhard Gstettner. Gerhard, Startschuss gefallen, erster Startschuss gefallen. Was bedeutet das jetzt für dich? Mal, schon mal erste Erleichterung oder erst recht Anspannung? Wie ist das jetzt für dich? Ja, die erste Erleichterung ist da, dass wir heute auch wegen dem Wetter einfach starten haben können, pünktlich um 23 Uhr, immer wie es vorgesehen war. Und die Anspannung steigt natürlich, weil jetzt geht es darum, dass man in Kontakt ist mit den Streckenposten, mit der Bergrettung und einfach hofft, dass in der Nacht vor allem, wo es natürlich überall dunkel ist, dass nichts passiert, und da fiebert man mit den Läufern. Und das ist schon den ganzen Tag, die 24 Stunden, das ist dauert eine Anspannung. Aber wie erlebst du den Moment dann dieses Startschusses selbst? Wie ist der für dich? Du ja auch Läufer, also wie erlebst du den, sagen wir in dem Fall aktiv, passiv als Verantwortlicher, aber daneben stehen? Ja, Gänsehaut, immer wieder, also den Startschuss selber abgeben oder auch nur anfeuern, wenn sie loslaufen, die ersten in die Nacht hinein, wie du gesagt hast, ist immer Gänsehaut, ist immer ein cooles Gefühl. Ein Startschuss erfolgt, zwei gibt es jetzt gleich noch und dann geht es morgen früh weiter. Wie sieht die Nacht erst für dich auch? Also das nächste erst wieder zum Frühstück für dich oder gar nicht schlafen? Oder wie sieht die Nacht in so einem Fall für dich aus? Also um 5 Uhr ist der nächste Start und bis dahin wechseln wir uns in der Rennleitung einfach ab mit Powernapping. Und ich bin der Erste, der schlafen gehen darf und bin halt dann der Erste, der wieder da ist. Und das braucht es aber, weil wenn man bis morgen in die Nacht hinein wach sein muss und Entscheidungen treffen muss, in meinem Fall, dann muss man den Kopf auch ein bisschen beruhigen und einmal kurz abschalten. Super, dann lassen wir dich jetzt zu dem nächsten Startschuss gehen. Alles Gute, vielen Dank, Gerhard Gstettner. Und ja, den Tourismusdirektor schicken wir wieder nach vorne zum Startschuss sozusagen, zum nächsten Start. Jetzt gehen gleich die gleichen. Vielleicht blicken wir mal nach hinten, da zeigen wir mit der Kamera mal, wie cool die Stimmung hier auch ist. Also wir haben es gerade vorhin, wie auch hier im Studio miterlebt, aber selbst von hier, wir standen hier so mittendrin, so diese relaxte Anspannung, so könnte man sagen hier. Also ganz eine coole Atmosphäre. Das Wetter inzwischen passt ja auch. Wir gehen zurück zu euch ins Studio. Und wir sind schon wieder auf der Strecke unterwegs. Ja. Während die anderen ohne Stöcke rauflaufen, gibt es natürlich Hätle, die diese Variante, Markus, anwenden. Ja, auf alle Fälle. Wie gesagt, es ist einfach intelligent, Stöcke bei so langen Distanzen zu verwenden. Es ist einfach besser. Du schonst einfach die Muskulatur. Du probierst natürlich den Punkt, wo es dann wirklich haut wird, natürlich so weit wie möglich nach hinten zu verschieben. Das sind ja Stöcke auf diesen Distanzen sehr, sehr intelligent. Ja, sehr intelligent. Inmitten der Herren befinden sich auch einige Damen. Ja, sind auch ein paar Damen mit am Start. Also auch gerade die Marie-Louise, die wir vorhin schon gesehen haben, die letztes Jahr wirklich den 60 auch overall gewonnen hat. Also von der, mal schauen, was da drin ist bei ihr dieses Jahr. Also von dem her auch ein paar Damen am Start. Und wie der Markus gerade gesagt hat, die Sache mit den Stöcken wird halt immer wichtiger. Also haben jetzt in den letzten Jahren so deutlich zugelegt, auch von der Technik her mit den Carbonstöcken inzwischen faltbar. Alles mit Köcher auf dem Rucksack, wo man einfach schnell wegpacken kann, dass sich das Gewicht halt gewichtstechnisch auch nicht mehr negativ auswirkt, wenn man die dabei hat. Also fast immer ist der positive Effekt viel größer wie der negative Effekt von den 300 Gramm oder 400 Gramm, wo man noch zusätzlich mitträgt. Lohnt sich gar nicht mehr, ohne anstatt zu gehen bei sowas auf jeden Fall. Ja, und jetzt dürfte, glaube ich, der nächste Start schon hier über die Bühne gehen. Da wird schon runtergezählt. Draußen hören wir zumindest in etwa Prozedere wieder dasselbe. Und jetzt ist es soweit. Ja, wir haben hier vor allem mehrere Starts, um einfach das ein bisschen zu entzerren am Anfang. Wie wir mal sagten, da kommt der 1400 Höhenmeter Anstieg und alle da gleichzeitig drauf zu jagen. Und genau vor dem Anstieg fangen dann noch die Hälfte an, ihre Stöcke noch auszupacken erst. Dann hat man halt einen riesen Stau. Man steht erstmal, das ist halt ärgerlich. Deswegen lieber auf mehrere Starts aufteilen. Jeder teilt sich so ein bisschen leistungstechnisch ein und dann entzerrt man das Ganze ganz schön eigentlich.
Ich werde immer wieder zum Thema gefragt, wann ich Stöcke verwenden soll. Also es ist viel, viel wichtiger natürlich die Stöcke bergauf zu verwenden. Ich werde dann immer wieder gefragt, ob man die Stöcke soll bergab verwenden. Bergab ist immer sehr gefährlich, es ist ein extrem technischer Downhill und so weiter. Also bergab soll man zu 100% die Stöcke einpacken, weil die Sturzgefahr und sich zu verletzen mit den Stöcken bergab einfach viel zu groß ist. Ja, wie wir jetzt gerade schon gesehen haben, es geht natürlich nicht nur über Gras und hier über Straßen, über Flächen, sondern es geht dann hinauf in die Steine, es sind Wurzeln dort, man muss unglaublich aufpassen. Servus. Ja, vor allem, wenn jetzt alles noch nass ist, die ganzen Wurzeln sind extrem rutschig, da hält egal welcher Schuh, hält da einfach teilweise auch einfach nicht. Und mit den Stöcken kann man da auch im flachen Gelände noch so ein bisschen zusätzliche Sicherheit sich einfangen, aber ansonsten muss man einfach ein bisschen aufpassen, wie man halt Frage, und das Wetter bestimmt halt einfach heute Nacht durch die Geschwindigkeit also, von der ganzen Geschichte. Für einen Laien ist es fast nicht verständlich. Ich muss sagen, der Lauf ist da abgebogen jetzt, orientiert sich. Also das muss ja sehr schwer sein. Ja, wie gesagt, du musst das, glaube ich, im Training hin und wieder simulieren, dass du am Abend in der Nacht unterwegs bist, dass du wirklich sehr konzentriert bist, wie man das Gelände sieht. Da sieht man zum Beispiel eine Stelle, wo es sehr gefährlich ist, wo es gut markiert ist. Man muss sehr fokussiert sein, sehr konzentriert sein. Man muss wirklich, wie der Lars gesagt hat, seine Schritte so setzen, dass man sehr, sehr safe unterwegs ist. Was natürlich ein großes Ding ist, wenn es nass ist, du musst natürlich von der Geschwindigkeit die so dosieren, dass du nicht bergauf teilweise oder bergab zum Sturz kommst. Jetzt hat es geregnet, es war natürlich, oder Lars, es ist nass, rutschig ist es. Von dem her wird man gleich mal am Anfang jetzt gefordert. Ja, auf jeden Fall. Also Konzentration muss halt hoch sein. Was aber ich persönlich bei den ganzen Nachtrennen ganz angenehm finde, weil die Uhrzeit ist einem egal. Also man schafft sich jetzt da den Berg hoch und irgendwann denkt man, oh, 3 Uhr nachts. Also man merkt das dann teilweise gar nicht, dass man jetzt eigentlich die Nacht noch durchmachen muss, wovon sich viele ja erstmal immer abgeschreckt fühlen, wo man sagt, hey, wie, du schläfst dann da gar nicht und so die erste Nacht. Aber es ist halt, man ist so damit beschäftigt, da zu laufen und die Strecke sich jetzt hochzuarbeiten, dass die Uhrzeit eigentlich egal ist. Ja, aus dem Studio geht's wieder in den Startbereich zu Günter Lecke. Ja, wir versuchen jetzt tatsächlich noch ein paar Stimmen einzufangen, weil wie gesagt, die letzten scharren schon mit den Hufen und sind bereit. Zwei Starts haben wir erlebt. Wir haben die sogenannte Elite erlebt, wir haben die Ambitionierten, so wurden die Starts benannt. Und dann haben wir die Genussläufer. Jetzt möchte ich tatsächlich von den zwei Burschen hier, Daniel und Dominik, wissen, wie man sich in der Nacht auf 105 Kilometer begeben kann und sich dann noch als Genussläufer bezeichnet? Ja, als Genussläufer, wir genießen einfach den ganzen Weg, freuen uns einfach auf die Strecke. Wir waren hier letztes Jahr schon zum P60, war uns wohl zu kurz, wollen noch mehr genießen und dann schauen wir mal, wie es heute wird. Wir sind auf jeden Fall gespannt und haben richtig Bock. Das heißt, ihr habt einen draufgelegt, ihr habt sozusagen, ihr verdoppelt fast die Strecke vom letzten Jahr heuer. Startet gemeinsam, wollt ihr es auch gemeinsam sozusagen bis zum Schluss durchziehen oder sagt ihr nach dem Start, schauen wir jeder Einzelne für sich, wie es ihm geht oder wollt ihr es gemeinsam machen? Also das Ziel ist einfach mal gemeinsam loszulaufen, am besten auch gemeinsam zu finishen. Ja, was auf dem Weg passiert, wissen wir noch nicht, auch was mit Wetter macht, wie wir uns fühlen nach der Zeit. Wir haben eine lange Strecke vor uns. Das Ziel ist, gemeinsam zu finishen. Jetzt mal alles andere müssen wir mal schauen. Was ist die Faszination? Was ist die Faszination dieses Trailruns, dieser langen Strecken? Was macht das Besondere jetzt für euch? Ihr seid, woher seid ihr angereist? Aus der Nähe von Stuttgart kommen wir. Und ja, Faszination Trailrunning ist einfach das abwechselnde Gelände, das Gehen berghoch, aber im Downhill wieder richtig runter zu ballern. Auch mal gerade Strecken, einfach die abwechselnde Belastung. Das macht einfach Bock und wird nie langweilig. Kribbelt's? Wie sehr kribbelt's? Wie sehr ist man entspannt? Oder? Ja, es ist schon eine Aufregung da. Es ist eine lange Strecke, aber wir freuen uns drauf. Wir haben richtig Bock drauf auf den Lauf. Also echt cool, ja. So, Attacke, euch lassen wir den Start, in wenigen Minuten geht's los. Die beiden, den Daniel und den Dominik, lassen wir gehen. Da hinten sehen wir, die Nächsten sind schon startbereit. Die begeben sich jetzt in die Menge der noch zu Startenden. Wir wünschen den beiden toi toi toi, alles Gute und schauen wir mal. Wir melden uns gleich nachher noch mit spannenden Gesprächspartnern. Damit vorerst zurück ins Studio.
Ja, der nächste Start wird vorbereitet und auf der Strecke sind bereits einige hundert unterwegs, die also in der Nacht laufen, die sich hier diesen ganzen Abenteuer auch jetzt aussetzen. Wie viele Stunden wird gelaufen? Was dürfen wir für Zeiten rechnen? Ja, ich denke, wir dürfen beim 100er ungefähr mit so 15 bis 16 Stunden heute rechnen als Siegerzeit. Vielleicht geht es unter 15, so ungefähr. Der 90er ein bisschen schneller, weil die 15 Kilometer hinten rausfallen. Also der dürfte so nach 13 Stunden, denke ich mal, 12 bis 13 Stunden drin sein. Und der 60er nochmal ein bisschen drunter, sub 10 vielleicht, so als Zeit könnte machbar sein. Sowas dürfen wir uns einstellen. Ja, Streckenrekord ist, glaube ich. Ja, vom Hannes Namberger, ich glaube 13 Stunden, 38 Wahnsinn. Minuten. Ja. Das ist unglaublich, weil was natürlich sehr speziell ist beim Pitztal in Mannarfen, es ist sehr eine technische Strecke, es ist keine schnelle Strecke, es ist wirklich schwieriges Gelände, es ist echt teilweise heftig. Deswegen die Zeit vom Hannes Namberger ist unglaublich. Einzuordnen, letztes Jahr, glaube ich, wo Siegerzeit Lars, ich glaube 16. War 16,50 oder sowas. Also unglaublich. Also 3 Stunden langsamer. Wahnsinn, also Nürnberger ist eine riesen, riesen große Nummer. Ja, was man ebenfalls ansprechen darf hier seit 2021, ist die Veranstaltung an der Golden Trail National Series dabei. Das sind ja mehrere Veranstaltungen von Salomon, die da gemeinsam durchgeführt werden. Genau, es ist dieses Jahr die vierte Veranstaltung der Dachserie, Golden Trail Serie. Bisher hatten wir Zermatt hatten wir dabei, dann hatten wir Chiemgau dabei und Base Trail bei der Zugspitze vor 3 Wochen. Mhm. Das ist jetzt die vierte Veranstaltung und dann kommt noch Rennsteig, kommt noch der Herbstlauf danach und Sierra Sinal kommt jetzt noch als nächstes. Die 5 zählen zusammen. Meierhofen darf ich nicht vergessen. Meierhofen kommt auch noch 6, die zählen zusammen. Mhm. Und die 3 Besten gehen zum Finale von der Dachserie. Das ist dann auf Madeira im Herbst und laufen da quasi mit der World Series zusammen mit. Also spannende Geschichte, sich da zu qualifizieren. Die haben wir morgen auf dem 30er, haben wir die am Start. Und mal schauen, wer sich da morgen die Punkte holen kann für die Serie. Ja, sind vor allem auch super Veranstaltungen. Also wenn man da das Ganze sich ansieht, sind schon klasse Organisationen und klasse Veranstaltungen. Also ich finde es wichtig für die jungen Athleten, dass sie die Chance kriegen, bei nationalen Golden Trail Serie dabei zu sein. Und dann, wie der Lars gesagt hat, natürlich Finale im Herbst auf Madeira, in Portugal, mit der absoluten Weltklasse sich zu messen. Ich finde auch gut, dass man nur 2 oder 3 Rennen braucht, um sich zu qualifizieren. Ich finde es auch super, dass wir 2 Veranstaltungen in Österreich haben, eben mit Meierhof und Pitztal. Ich finde es ja super, dass in Deutschland eben mit Rennsteig und Zugspitz und Chiemsee natürlich 3 dabei hat. Also ist eine sehr spannende Geschichte und freue mich schon riesig auf morgen, eben das mitzukommentieren, weil es wird morgen richtig ein Lauffest und wird richtig die Post ab. Es sind wirklich richtig starke Leute gemeldet, eben mit Tom Roach, mit Innerhofers, mit dem Lokalmatador Mattle. Also es wird richtig ein cooles Rennen morgen. Freue mich riesig. Ja, Martin Mattle haben wir ja gerade noch getroffen. Der schläft in seinem Camp im Bus. Da bereitet er sich vor auf morgen. Ja, unglaublich. Ich telefoniere immer wieder mit Martin, weil ich noch mitgelaufen bin im Pitztal. War sehr, sehr spannend. Habe ich gesagt, gehen wir gemeinsam Frühstück. Nein, ich laufe im Auto. Jetzt sieht man gerade die dritte Welle, also die sogenannten Genussläufer, wenn man so will. Wir waren auch 100 Kilometer und eben die 90 und die 60 laufen. Ja, hinten raus, glaube ich, raus. Wird es auch ziemlich spannend. Sie werden sich gegenseitig auch ziemlich matchen. Ja, man darf auch immer nicht so vergessen, dass die halt nochmal 10, 12 Stunden länger unterwegs sind. Und das ist halt das, was die Sache hart macht hinten raus, weil du musst nochmal fast ins Dunkle rein hinten raus. Du musst noch länger in der Kälte, im Nassen vielleicht draußen sein, musst noch länger die Verpflegung hinkriegen. Also das darf man nicht unterschätzen, dass man sagt, Genussläufer, die sind ja eh langsamer unterwegs, sondern die Zeit, wo die halt draußen sind, ist halt das, was es noch härter macht, die ganze Geschichte. Ich würde da in der 4. Welle mitlaufen. Also absolut Genussläufer. Absolutes Chapeau, wie Lars gerade gesagt hat, man muss da schon davon ausgehen, dass die viel, viel länger auf der Strecke sind. Das genauso hart ist wie vorne an der Spitze, teilweise sogar härter, weil die haben nicht die Möglichkeit, so professionell zu trainieren, so viel Zeit zu investieren. Die gehen alle normalen Job nach, die arbeiten alle ganz normal, über 40 Stunden. Deswegen ist da mehr sogar der Hut zu ziehen von den Leuten, die da hinten raus die starten und natürlich die Qualen auf sich nehmen. Ja, beim Trailrun kann man sagen, während der Nacht irgendein Lichtlein brennt immer. Das ist jetzt richtig cool auch, was wir da sehen, ne, Lars? Ja, ist auch heute Nacht entscheidend, dass die Lampe
halt einfach passt, ja. Dass man da genug Helligkeit zur Verfügung hat, ist auch sowas, was man immer ein bisschen unterschätzt bei den Athleten, dass sie das wirklich auch mal testen, wie lange hält meine Lampe denn überhaupt, klicke ich nicht aus Versehen in den Modus, wo zu viel Akku zieht und dann habe ich nach 2 Stunden kein Licht mehr oder sowas. Habe ich selber auch schon die Erfahrung gemacht, also ich bin dann auch mit einer Taschenlampe vom Verpflegungsteam quasi dann den letzten Downhill runtergelaufen, wenn meine eigene Stirnlampe komplett leer war. Mhm. War auch mal eine neue Erfahrung, mit einer Taschenlampe in der Hand sich versuchen auszuleuchten, wo man langlaufen kann. Aber es ist einfach wichtiges Equipment und wirklich gut alle unterwegs. Das war ein bekannter genau, Mann, das war wirklich der Gustl. Genau, ein Pitztaler Urgestein. Der Reinhard Wohlvater, unglaublich, ich glaube, er läuft jetzt das dritte Mal mit den 100er. Er hat 11 Mal den Transalpinlauf gemacht. Er hat da die 100 Meilen gemacht im Pitztal. Glaube, gibt es eh einen Film von ihm, Lars. Heute gab es Premiere. Genau, also wirklich ein sehr, sehr interessanter Typ. Der Reinhard hat mich mit ihm vorher unterhalten. Habe gar nicht gewusst, er ist Installateur, also geht auch ganz normal einen Job nach. Ist mittlerweile 60 Jahre und macht jetzt wieder die 100 Kilometer. Also wirklich großes Chapeau von meiner Seite her. Ja, wir sehen hier tolle Bilder und haben draußen einen Flash-Reporter, der ein Interview nach dem anderen liefern kann. Und damit geht schon wieder ab zu Günther Leike. Ja, tatsächlich alle drei Starts haben wir jetzt miterlebt, wie auch hier im Studio. Auch wir, auch für uns jedes Mal wieder, wie gesagt, ein spannender Moment. Und jetzt ist so eine Art, ja, hektische Ruhe hier eingekehrt. Ich habe jetzt bei mir den Johannes von Sport Marketing Management Salomon. Johannes, herzlich willkommen. Hallo. Salomon und Piz Alpine Glacier Trail. Ja, da trifft die Faust das Auge. Ja, passt perfekt. Ich meine, alpines Gelände, wunderschöne Natur. Genau dafür sind wir da, mit sehr vielen motivierten Läufern, die was jetzt bei glücklicherweise trockenen Start gestartet sein. Die 100er Distanz, 90er, 60er Distanz. Also ja, passt perfekt und ja, hoffen, dass sie sehr gut durchkommen. Du bist selbst Läufer, oder? Du bist selbst Sportler. Wie kribbelt es da? Oder ist man da so gar nicht so, da bin ich ganz ruhig? Da, definitiv. Also ich kann es mitfühlen, was die Läufer da fühlen und erleben am Start. Bin eher für kürzere Distanzen zu haben und das ist eher dann morgen der Fall. Vielleicht eher unterm Tag laufen, aber ansonsten ist es schon was sehr Besonderes und für jeden zu empfehlen. Die Kommunikation, die ideale Plattform, wie wir gesagt haben, die Faust trifft das Auge, das ist für euch die ideale Kommunikationsplattform und das perfekte Ambiente für euer Produkt, für die Landschaft, für die Läufer, also die ideale Kombination. Ja, definitiv. Also natürlich zusammen mit einem Livestream, natürlich wir sind da in Mandarfen, das ist weit weg von Innsbruck oder von einer größeren Stadt. Mit einem Livestream und mit der Motivation von den Läufern bringt man aber diese Stimmung auch in die Stadt zum Beispiel und das ist super, also das ist herrlich. Es gibt das eigene Salomon Trail Running Team. Fiebert man mit denen dann noch ein bisschen mehr mit? Oder sagt man in dem Fall, halt mal allen gleich die Daumen oder drückt mal allen gleich die Daumen? Nein, also wir sind definitiv dafür, dass wir allen gleich die Daumen halten. Natürlich kennt man von den Salomon-Athleten die Hintergrundgeschichten, die Verletzungen vielleicht, die Vorbereitungsphase und ist da schon ein bisschen mehr am Mitfiebern, ganz klar, weil man auch was besser kennt. Aber natürlich wünschen wir allen Läufern und Läuferinnen extrem viel Spaß, Erfolg und ja, ein gutes Durchkommen. Ja. Wie schauen die nächsten Stunden jetzt für dich aus? Jetzt geht es mal in die Nachtruhe wahrscheinlich. Genau, jetzt geht's dann direkt. Entschuldige, genau, ja, jetzt geht es direkt ins Bett. Morgen in der Früh um ca. 6 wieder auf und dann schauen wir, dass wir den Start für den 45er und für den P30 herkriegen. Und dann geht es für mich ganz stark auf die Golden Trail National Series, dass wir ja, diesen Punkt gut kommunizieren und dass die Athleten gut starten. Weil da haben wir morgen ja ein richtiges Highlight. Da haben wir ganz einen spannenden Bewerb, also da freuen wir uns drauf. Definitiv, also da werden aber die besten Läufer aus Deutschland, Österreich, der Schweiz vorwiegend an den Start gehen. Und das ist ein besonderes Format, es sind schon vorher Rennen gelaufen, es zählen Punkte zusammen und ja, da fiebern sie natürlich mit, weil es geht um eine große Teilnahme an einem globalen Rennen in Madeira. Also ist es schon was, wo sie lang trainiert haben und voll mitfiebern und hoffen natürlich, dass sie morgen diesen 30er alle gut an den Start gehen können und das Wetter haltet. So, vielen Dank, Johannes. Danke dir, Günther. Danke.
So, den Johannes schickt man in die Nachtruhe. Wir schauen uns noch ein bisschen um. Vielleicht finden wir auch den einen oder anderen Gesprächspartner, der hier ja, hinter der Bühne sozusagen involviert ist, der jetzt mit den Arbeiten beschäftigt ist, die halt auch noch anstehen. Also wie gesagt, der Gerhard Stettner hat uns gesagt, eigentlich die ganze Nacht über klarerweise laufen Aktivitäten, wenn auch jetzt ein bisschen gemütlicher. Wir verfolgen das Rennen mit, melden uns später ja, wahrscheinlich noch einmal zurück ins Studio. Günther hat immer noch einen gefunden zum Reden, das ist sicher. Übrigens waren es ja zwei Südtiroler jetzt, der Flash-Reporter und Markus, der Vertreter von Salomon, kommt ebenfalls, der Herr Überwacher aus Südtirol. Ja, dein Chef. Ja, genau, ich arbeite jetzt schon mittlerweile 2 Jahre zusammen mit dem Johannes. Ist angenehmes Klima, mit ihm zu arbeiten, ist zwar jetzt sehr, sehr schade, dass er nach einer Sieg geht ins Headquarter. Ist für ihn gut, wird sich weiterentwickeln, ist sicher eine spannende Geschichte und hat es, glaube ich, in Österreich sehr guten Spuren hinterlassen im Trailrunning-Sport. Ja, und ist schade, dass er eben ins Headquarter jetzt wechselt. Georg Stettner mittlerweile wieder hier bei uns drinnen. Tolle Bilder, die wir sehen. He? Ja, das ist super. Das ist der Anstieg zum Mittagskogel. Das sind gleich einmal 1400 Höhenmeter zu Beginn, ohne eigentlich sich warm laufen zu können im Flachen. Und manche Läuferinnen und Läufer bauen sich dann da aus und die kommen dann halt auch nach der ersten Runde schon ins Ziel und bleiben bei uns, obwohl sie noch 3 Runden laufen müssten. Also da muss man einfach Kräfte sparen und oben, ich hoffe, dass wir es vielleicht noch sehen, wird es total blockig und heute sicher ultra schwer zum Laufen durch die nassen Bedingungen. Lars, erklär uns ein bisschen, wir haben es ja von diesen Runden gehört, die gelaufen werden. Genau, die erste Runde wird jetzt sein, wie der Gary Gabnate, über einen Mittagskogel quasi. Dann kommt die Gletscherquerung oben durch und dann laufen sie Richtung Braunschweiger Hütte hinten raus und laufen dann quasi wieder hier Richtung Mandarfen zurück und gehen dann auf den zweiten Loop. Das ist der 30er Loop dann quasi. Wird der P30 morgen sein, wird zum Riffelsee hoch und dann hinten Richtung Taschachhaus und dann auch wieder ein längerer Weg hier nach Mandarfen wieder zurück, um dann den dritten Loop Richtung Kaunergrathütte zu laufen und auch das Pitztal wieder hoch, um dann nochmal quasi den Riffelsee als kleinen Loop, sozusagen als finalen Loop dann mitzunehmen. Ja. Das, Gerhard, wurde wie geplant von euch? Ja, wir haben die ersten 2 Jahre haben wir ganz andere Strecken gehabt und war sehr viel Aufwand. Und irgendwann ist uns die Idee dieses Kleeplatz gekommen, soll ja auch Glück bringen für den Läufer und Läuferinnen. Und einige Läufer sagen, sie kommen nicht zu uns, weil sie es nicht mögen, immer wieder ins Tal hinunterzukommen und dann wieder hinauf und wieder hinunter. Aber wir sind ausverkauft, es gibt Läufer, denen gefällt es. Der Sicherheitsaspekt für uns ist super, weil wir können nach allen 3-4 Stunden, wenn die Läufer bei uns durchkommen, sagen Stopp, Cut-off oder Gewitter, du laufst nicht mehr weiter oder du bist körperlich am Ende, du laufst auch nicht mehr weiter. Sie haben Kontakt zu ihren Begleiterinnen, das ist nämlich super, da sagen ganz viele Ultras, so wie der Flo Krassel, der sagt, er sieht schon seine Angehörigen oft 25 Stunden nicht und da sieht er sie alle 4 bis 5 Stunden, kann er zumindest auf der Christi zu seinen Begleitern gehen und kann sich nochmal die Flasks voll füllen und das schon. Also wir sind sehr zufrieden mit dem Konzept. Du hast genickt, Markus? Ja, auf alle Fälle, ich kann es nur unterstreichen, was der Gerhard gesagt hat. Ich finde es auch sicherheitstechnisch sehr gut. Ich finde es auch persönlich als Läufer, als Athlet angenehmer, wenn ich immer wieder zu einem Punkt komme, wo ich eben meine Betreuer trifft, wo ich meine Verpflegung kriege. Es ist oft schwierig, wie ja der Gerhard gesagt hat, wenn man da 23, 24, 25 Stunden alleine irgendwo unterwegs ist, wo man wenig Unterstützung hat, wo man wenig spürt von der Stimmung. Ich find's echt genial, wie er gesagt hat, der Gerhard, eben vom Sicherheitssystem her, du kannst jederzeit abbrechen, eben durch die 4 Schleifen, was man macht, kann man das sehr gut überschauen und kann sehr schnell reagieren, sollte sich wettertechnisch irgendwas ändern. Das Imposante, was wir auch hier sehen, wir sind mittendrin. Nicht nur bei den allerschnellsten Läufern, sondern wir sind einfach in der Masse auch mit drin. Ja, und hier sieht man jetzt so, wie ich gemeint habe, man hat dann einfach eine Gruppe, wo man halt mitmarschiert dann in dem Moment. Alle ähnliches Tempo dann letztendlich auch bergauf. Und wichtig wird jetzt sein, am Anfang dann nicht gleich zu viel Kraft zu verhauen auf die 1400 Höhenmeter, nicht auszukühlen vor allem, weil die Kälte einfach extrem viel Kraft kostet, zusätzlich zu der Kraft, was man im Laufen auch noch verwendet. Und das einfach
das Genick sonst einem bricht, wenn man da jetzt hier die Energie schon für die Wärmeerhaltung des Körpers verbraucht, sondern einfach hier versuchen, sich warm zu halten, ein gutes Tempo zu finden und dann hier die 1400 Höhenmeter durchzugehen. Wenn man das so anschaut, wie da die Lichter hinauf, wie das geht, kriegt man wirklich Gänsehaut. Wie der Lars gesagt hat, es ist sehr speziell im Trailrunning-Sport, wenn du in die Steigern reinläufst, splitten sie Gruppen, du läufst in einer Gruppe mit, du unterhaltest dich mit den Läufern, wie geht's dir, wie geht's mir. Ich habe auch oft die Situation erlebt, wenn mir irgendwas ausgegangen ist vom Gel her oder von meinen Salztabletten, dann kriegst du mit der Gruppe, wo du unterwegs bist, der gibt dir dann irgendwelche Salztabletten ab. Also es ist echt eine coole Geschichte. Und wie gesagt, die Gruppen, die sie da bilden, mit dem Tempo, es werden verschiedene Tempo gelaufen, also es ist sehr, sehr speziell. Also ich mag das extrem gerne, in einer Gruppe mit Athleten zu laufen. Wir sind in Kürze wieder zurück, denn es geht noch einmal zu unseren Werbepartnern, die uns begleiten während dieser Veranstaltung. Und dann freuen wir uns, hier mitten im Wald drin, hier mitten im Aufstieg, nach wie vor dabei zu sein, möglichst viele Live-Bilder zu liefern. Also dranbleiben, wir kommen gleich wieder. Damen zeigen oft, wo es lang geht. Hier sehen wir die vielen, vielen Lichter. Wir sind in der Anfangsphase des Piz Alpine Glacier Trail 2022. Nach einer halben Stunde sind die Athleten hier im Anstieg jetzt. Es wurde um 23 Uhr der erste Block hinausgeschickt. Dann wenige Minuten später Block 2 und die Genussläufer, wenn man es überhaupt so sagen kann, sind mittlerweile auch auf der Strecke. Aber Lars, wir haben es ja gehört, es sind wirklich die Läufer am Schluss, die sagen, das ist ein Genuss. Ja, also man, wie gesagt, man ist wirklich so lange unterwegs. Man hat ganz, also bei einem Grad zum Beispiel am Schluss gesehen, teilweise mit einem Regenschutz über dem Rucksack, mit irgendwie richtigen Flaschen auch im Rucksack, weil die einfach viel, viel länger unterwegs sind. Die Ausrüstung ist dementsprechend größer. Also man hat mehr Wechselsachen dabei, hat mehr Sachen zum Essen auch dabei, ganz andere Sachen dabei, wie jemand, der vorne ein bisschen schneller gepackt hat, für sozusagen, weil er vielleicht nur 16 Stunden unterwegs sein wird, 18 Stunden unterwegs sein wird. Also da sieht man auch schon die Unterschiede in den Läufern drin. Ja, viele sind viele Stunden und werden morgen dann am Nachmittag ins Ziel kommen. Andere kommen früher. Imposante Bilder, da sehen wir, es hat heute geregnet, ein bisschen dreckig, matschig ist es. Und vor allem, es kommen natürlich die Steine, also man muss ordentlich aufpassen und der eine oder andere schwitzt schon ordentlich. Du weißt ganz genau, wo wir da sind. Ja, also das ist kurz, man läuft ja da entlang von der Pitze, von unserem Talfluss sozusagen hinauf zur Talstation von der Gletscherbahn und dann geht es hinein in den Mittelbergler Wald und da sind wir jetzt in diesem Wald und wenn der Wald fertig ist, dann ist noch, so geht es Richtung Muttler heißt es, da ist noch ein langes Wiesenstück und dann wird es richtig blockig und felsig und da muss man große Schritte machen, was bei rutschigen Felsen natürlich noch einmal schwieriger ist. Stockeinsatz richtig gelernt hoffentlich ist wichtig. Ja, und am Monitor sehen wir ja auch die Schleife, also die gelaufen wird. Genau, das ist jetzt die erste Schleife, die sie jetzt laufen. Rechtsrum geht es quasi hoch, also es geht gegen Uhrzeigersinn
auf die Schleife. Und oben ist ja die, da ist die Verpflegungsstation. Und kurz danach kommt dann auch die, die Gletscherquerung ist, glaube ich, vor der Verpflegungsstation. Nach der Verpflegungsstation direkt ist die Gletscherquerung, genau. Und der Weg zur ersten Verpflegungsstation ist relativ weit. Also man muss hier schon dran denken, dass man hier die 1400 Höhenmeter vor sich hat bis zur ersten Verpflegung. Dementsprechend sich da auch schon dafür genug rüstet, genug isst auch schon in der ersten Stunde, in den ersten zwei Stunden, weil hinten raus wird das Essen eh immer schwieriger. Also lieber die ersten zwei Stunden gut vorbauen, bevor man dann hinten raus nur noch weniger zu sich nehmen kann. Das ist halt auch echt entscheidend bei so einem Rennen, dass man nicht die erste Stunde schon vertrödelt und dann auf die Uhr guckt und denkt, jetzt könnte ich mal was essen, sondern von vornherein muss man einfach dabei bleiben. Verpflegung, du, wird wie eingeteilt? Großes Thema, man sieht da teilweise die Läufer mit langer Jacke, man sieht da teilweise, dass sie dampfen, dass sie extrem schwitzen. Ich glaube, die Temperaturen sind genial für heute. Es ist nicht zu kalt, es ist ja nicht zu warm, also optimales Laufwetter. Zur Verpflegung, wie Lars richtig gesagt hat, man muss natürlich aufpassen, das auch im Training immer wieder simulieren und üben, wann isst sie, was esse ich. Ich bin zum Beispiel der Typ gewesen, umso länger dass das Rennen gedauert hat, umso empfindlicher ist mein Magen geworden auf Gerüche. Ich habe eigentlich alles flüssig zu mir genommen, nie feste Nahrung. Der Körper, muss man sich vorstellen, ist sowieso schon so am Limit. Und wenn man natürlich noch feste Nahrung zu sich nimmt, braucht der Körper natürlich zusätzlich Energie, das zu verarbeiten. Deswegen von meiner Seite habe ich alles flüssig zu mir genommen. Kohlenhydrate, Mineralstoffgetränke sind sehr, sehr wichtig auf so langen Distanzen. Und natürlich, viele haben natürlich muskulär hin und wieder Probleme, dass man wirklich bei 100 oder bei 90 oder 60 sogar Kilometer immer wieder Salztabletten zu sich nimmt. Markus Kröll, Lars Schweizer und Gerhard Stettner bei uns im Studio. Und draußen, da gibt es bei uns bereits mit Günter Leitgeb das nächste Flash-Interview. Ja, tatsächlich, inzwischen ist ein bisschen fast schon gespenstische Ruhe eingekehrt hier in Mandaven. Die Nebel sind reingezogen. Ja, Kameramann zeigt Nebel hier in Mandaven. Ein paar Leute sind noch unterwegs, aber der große Rummel unterwegs. Und es gibt natürlich nicht nur die vielen 100 Läufer, die jetzt auf der Strecke sind, die wir haben starten sehen und die morgen noch dazukommen, sondern es gibt wie immer das wahre Herz solcher Veranstaltungen, die Helfer, die sogenannten Helping Hands. Und wir haben stellvertretend sozusagen erst einen bei uns hier, den Mario vom österreichischen Roten Kreuz. Herzlich willkommen, Mario. Ihr seid das Wochenende hier im Einsatz. Wichtige Position natürlich, wichtige Aufgabe. Und ihr verbringt die Nacht hier in Mandarfen. Ja, genau. Grüß Enkel von meiner Seite. Wir sind ja also als First Aid, also Erste Hilfe Station, da vor Ort beim Pitztaler Gletscher Trail. Die ganze Nacht natürlich bis übermorgen 2 Uhr, also die ganze Zeit besetzt. Unsere Hauptaufgabe ist natürlich, dass wir da die ganzen Läufer alle erst versorgen. Kleinere Blessuren, Verletzungen, Blasen und so weiter. Aber auch für die größeren Notfälle sind wir natürlich gerüstet. Wir sind auch mit dem Notarzt oder mit dem Notarztteam. Also die wechseln sich dann auch ab vor Ort. Die Bergrettung ist auch am Weg. Haben auch an strategisch wichtige Punkte ihre Männer und Frauen da am Berg bereits positioniert. Also da sind wir auch im Kontakt. Wenn da irgendetwas ist, noch helfen wir da natürlich zusammen, dass wir da natürlich das Beste draus machen und die Läufer versorgen können, so wie es sich gehört. Und hinter uns sehen wir, oder hinter dir sehen wir, das komplett ausgestattete Sunny-Zelt sozusagen. Da ist alles mit dabei, abgesehen vom Defi, alles drin, was wir hoffentlich nicht brauchen, müssen wir auch dazu sagen, aber was auf jeden Fall hier ist. Genau, wie gesagt, wir haben einen Defibrillator dabei, wir haben Notfallrucksäcke dabei mit diversen Medikamenten. Natürlich das Wichtigste ist natürlich warme Decken und dass man die Läufer, die was halt bei der Temperatur natürlich auch unterkühlt sein können und aufwärmen können. Wir haben ein paar Liegen vorbereitet, einmal fürs erste Ausruhen oder so. Wie gesagt, in der Regel ist es eigentlich nicht so, dass wir da wunder was für grobe Verletzungen oder so haben, sondern es sind kleinere Blessuren. Aber die sollten natürlich auch bestmöglich versorgt werden und es kann auch natürlich jeder zu uns ins Zelt reinsitzen, wenn uns kalt ist. Genau, und das hoffen wir tatsächlich, dass es unverletzt abgeht. Vielen Dank stellvertretend. Euch noch irgendwie eine gute Nacht, im weitesten Sinne eine arbeitslose Nacht. Hoffen wir es mal so.
das wünschen wir uns auch. Dankeschön und auf unserer Seite schönen Abend und gute Nacht. Ja, alles Gute. Wie gesagt, die verbringen die ganze Nacht hier. Stellvertretend wollten wir sie ins Bild holen für die vielen Helping Hands, die unterwegs sind, die in diesen Tagen für solche Veranstaltungen arbeiten, die auch heute Nacht hier sind. Wir hoffen, dass die Sanitäter keine Aufgabe haben, also dass sie sozusagen arbeitslos die Nacht verbringen. Wir schicken jetzt mal Grüße zurück ins Studio. Ob wir jetzt noch Gäste hier finden, außer mich und den Kameramann, wird es ja schön langsam leer hier auf dem Platz. Das schauen wir mal vorerst zurück ins Studio. Die Lichtlein, die vielen, die wir sehen, die ersten Kilometer sind absolviert. Du hast gesagt, Markus, da dampft es ordentlich, also die schwitzen schon. Ja, dementsprechend. Wie gesagt, der erste Anstieg ist ziemlich heftig mit 1400 Höhenmeter. Was man natürlich auch bedenken muss, dass man natürlich Jacken und frisches Zeug dabei hat bei den 100 Kilometern. Aber optimal wäre natürlich, wenn du am Start stehst, wenn du ein leichtes Gefühl hast, dass dir zu kalt ist, dann weißt du, dass du richtig ausgerüstet bist, beziehungsweise richtige Kleidung dabei hast. Wie gesagt, von meiner Seite, wenn ich das sehe, wie das dampft und wie das ist, optimales Laufwetter, es ist nicht zu heiß, es ist nicht zu kalt, also optimal für die Läufer. Der OK-Chef wieder bei uns, Alexander Bittl, ein bisschen Erleichterung jetzt auch dabei, Alexander, Start. Ja, schon ein bisschen, wohl, also ganz witzig, oder, wenn da einmal die Läufer gestartet sind, ist einmal so eine kurze, leichte Entspannung da, obwohl es ja erst richtig losgeht, aber jawohl. Ja, jetzt haben wir es mal draußen, drei Blöcke sind gestartet, sie laufen Schleifen, also man weiß ja immer wieder, wo sie unterwegs sind. Ja, die Schleifen, das ist meines Erachtens das ganz Besondere beim Bits Alpine und darum taugt uns auch die Strecke, dieses Schmetterlingsformat sozusagen, oder das wir immer so nennen, recht gut, oder weil man immer wieder beim Ziel vorbeirennt und immer wieder die Chance hat, zu sagen, okay, ich will weiterlaufen oder ich will nicht weiterlaufen, ist manchmal natürlich auch eine böse Entscheidung, nicht? Weil jedes Mal stehst du vor der Entscheidung, weiterzulaufen oder nicht. Aber es bietet eben auch die Chance, einfach zu versuchen, wie weit komme ich. Oder? Und viele, die hören dann halt einfach vielleicht auch auf, oder nach 45 Kilometer, wenn sie so lange Distanz gestartet sind, weil es ihnen nicht so gut geht oder was auch immer passiert ist. Ja, oder? Ja, da haben wir wieder die Bilder, wir können uns nicht satt sehen lassen. Ja, hey, wie Alex gerade meinte, spätestens nach 90 Kilometer wird es dann eine mentale Herausforderung, noch auf die 105 voll zu machen, wenn du wieder hier unten stehst, wenn man darf. Ja. Abgesehen von der körperlichen Herausforderung wird es dann mental vor allem schwierig, aber ist halt auch die Chance zu sagen, ich gehe raus aus dem Rennen, ohne sich Gedanken zu machen, wie komme ich jetzt hier vom Berg runter, muss ich jetzt Bergrettung noch irgendwie aktivieren, Taxi eventuell selber organisieren, zahlen zum Rückkommen oder sowas. Von dem her ist es gut, eine Möglichkeit zu haben, hier rauszugehen. Und man darf hier jetzt nicht vergessen, die marschieren jetzt hier hoch. Der eine oder andere hat bestimmt den Absprung verpasst, wo die Jacke auszuziehen ist, weil drunter schwitzt man ordentlich, alles ist nass drunter und dann kannst du es halt nicht mehr ausziehen. Da musst du durchziehen, weil sonst bist du einfach kalt durch mit verschwitztem Shirt. Und so hat dann vielleicht doch der eine oder andere nochmal die Chance, unten in Mandarf nach der ersten Runde nochmal was Trockenes überzuziehen, was er noch im Rucksack hat. Und wo du jetzt oben mitten auf dem Berg vielleicht nicht machst, deinen Rucksack auszupacken, trockene Sachen anziehen und so weiter. Also da nochmal eine gute Chance auf jeden Fall. Ein Thema, Markus, wollen wir jetzt natürlich auspacken, wenn schon der OK-Chef hier ist, bevor er drüber reden kann. Es gibt die Weltmeisterschaft in Österreich im kommenden Jahr in Innsbruck, in Stubai, wird gelaufen, man wird medial im Mittelpunkt stehen, eine unglaubliche Sache. Wie gesagt, ich glaube, es kann uns nichts Besseres passieren in Österreich, dass wir natürlich die Berglauf- und Trailrunning-WM in Innsbruck, in Tirol haben. Ich bin mega happy, dass wir das geschafft haben. Ein großes Lob an Alex und sein Team. Unglaublich, wie sie das machen. Innsbruck, Wahnsinn, Vorbild-Event. Bitztal genau, wie der Alex gesagt hat. Ich habe das, glaube ich, jetzt das siebte Jahr übernommen und habe mit 200 Startern oder 300 Startern in Bitztal gestartet und seit 4 Monaten vor der Veranstaltung ausgebucht. Also unglaublich, wie sie das entwickelt hat. Und wie gesagt, mega, mega, dass wir die WM in Tirol haben. Lars, ganz kurz dazwischen, wir reden es gleich. Jetzt haben wir genau gesehen, es kommen diese Bereiche auch mit den großen Steinen, also
da geht es das Gras, da, und vor allem eben wird man gefordert auch mit diesen großen Steinen und mit dem Geröll und allem. Ja, hier muss man wirklich aufpassen, weil die Steine, das sind immer so wieder so Flussübergänge oder so wie so kleine Abgänge, wo man hier drüber klettern muss. Und das Problem ist halt echt, die sind rutschig. Man kann da leicht zwischenrutschen auch und muss auch mit den Stöcken aufpassen. Einmal zwischengesteckt, weitergegangen und gebrochen ist der Stock. Also da muss man echt vorsichtig sein, jetzt vor allem nachts dann. Und da kommen jetzt einige Passagen, wie man auch hier sieht. Da sind da teilweise, ist vielleicht sogar besser, wie man jetzt hier bei dem Läufer sieht, auch mal die Hände zu Hilfe zu nehmen, um einfach da nochmal die zusätzliche Sicherheit und Stabilität zu haben bei den Übergängen. Ja, wir sind mittendrin hier im Bewerb über 105, 90 und 60 Kilometer und mittendrin in der Organisation. Alex, ist man für die Weltmeisterschaft. Wie läuft's? Ja, zurzeit sind die Gedanken mal 100% beim Bits Elbein, aber natürlich haben wir auch schon Vorbereitungsarbeiten treffen müssen. Also wir haben das Organisationsteam schon stark erweitert. Wir werden ja wachsen bis über 20 Leute im Kernteam. Also da rede ich noch nicht von zusätzlichen Kräften, oder, die wir jetzt aufbauen müssen. Und das wird so sukzessiv eben zur WM hin eben aufgebaut, oder? Aber jetzt sind wir da schon recht stark, hart am Winde dran, hätten wir früher gesagt, nicht? Das waren meine Sendungen. Das waren deine Sendungen, ja. Draußen auf der Strecke, da denkt man vor allem, dass man den richtigen Weg findet. Die Markierungen, alles, das ist ja auch ein Team, wenn wir wieder hier über den aktuellen Stand reden, das ja tagelang vorher schon unterwegs ist, auf der Strecke das Ganze markiert, herrichtet, damit wirklich jeder den Weg findet. Ja, ist, also da drinnen im Pitztal ist das ja quasi unter Anführungszeichen Chefsache. Das macht der Gary persönlich, oder, mit seinen Leuten. Er hat da einige Leute, die da tagelang davor eben, sage ich, die Markierungen anbringen und sieht man eh immer wieder ganz schön, oder, diese Punkte. Und gerade im Pitztal ist ja die Strecke vorzüglich quasi ausgeschildert. Oder? Und trotzdem darf man eigentlich auch beim Traillaufen nicht vergessen, oder, dass man irgendwo, oder, auch sage jetzt einmal ein bisschen sich vorbereiten muss, oder? Wie schaut denn die Strecke aus? Ja, weil das übersehen manche, gell? Die meinen, das ist so ähnlich wie ein Wien-Marathon oder ein anderer Marathon, der Start, die macht die Augen zu, oder? Und irgendwann bin ich dann im Ziel. Und also das habe ich auch schon oft erlebt, dass die Leute dann einen Kilometer oder eineinhalb Kilometer in die falsche Richtung rennen und sich dann irgendwann, oder, am Schluss beschweren, dass sie sagen, da war aber gar keine Markierung mehr. Nicht? Dann sage ich, ja, aber hätte man vielleicht auch überlegen können, oder, dass die Strecke eigentlich eher nach unten geht und nicht nach oben einen Kilometer. Nicht? Also, aber, ja, also man muss schon ein bisschen den Kopf auch einschalten und ein bisschen, sage ich auch, auf die Uhr schauen, hat der mechanische oder technische Hilfsmittel. Dann wenige Minuten später Block 2 und die Genussläufer einfach wie möglich machen, gell, denke ich. Und das, das ist eine wichtige Sache. Lars, ich muss immer wieder unseren Kameraläufer da bewundern. Ja. Ich weiß gar nicht, jetzt sind wir wieder da, retour. Ja. Und diese bei der Passage, der muss ja selber extremst aufpassen, damit da ja nichts passiert. Ja, und hier in der Passage sieht man halt jetzt auch, warum gerade der Lauf hier im Pitztal nicht der schnellste von den 100 Kilometer Läufen in den Alpen ist, wo technisch einer der anspruchsvollsten auch ist, weil man einfach nicht vorwärts kommt, gefühlt erstmal. Also das wohnt einen als Läufer auch selber, weil die Kilometer gehen am Anfang weg auf der Uhr. Also du startest hier auf 105 Kilometer und hast nach einer Stunde immer noch 100 stehen und du kriegst die einfach nicht weg. Also du freust dich echt mal, wenn du dann runter nach der Braunschweiger Hütte hier wieder zurück nach Mandarfen dann ein bisschen ein Stück hast, wo die Kilometer einfach mal weggehen. Wurzeln. Und hier quält man sich erstmal hoch und schaut nach 90 Minuten vielleicht auf die Uhr und hat erstmal 6, 7, 8 Kilometer weg. Und das ist noch so ewig weit weg, die 105 dann zu schaffen. Aber das ist halt das, was hier das Pitztal von der Strecke einfach ausmacht, vom technischen Anspruch her. Markus, dein Lieblingsterrain? Ja, mein Lieblingsterrain sieht man, glaube ich, jetzt live im Bild. Ich mag das gern, wenn es ein schmaler Steig ist, wenn es technisch ist, wenn viel Abwechslung ist, Wurzeln, Steine. Also ich mag mehr das Gelände, wie eben, wie der Lars gesagt hat, ein 100er zu laufen, wo ich viel am Forstweg unterwegs bin, wo schnell gelaufen wird. Also ich bevorzuge wirklich ein technisches Gelände. Natürlich so technisches Gelände, dass es wirklich noch laufbar ist. Es macht wenig Sinn, eben, wenn man viel klettern muss oder teilweise viel nur gehen kann, weil es wirklich technisch so schwer ist. Also wie Pitztal ist eines meiner Lieblingsgelände.
Markus Kröll, eine Ikone, wenn man so nennen darf, einer der ersten, der im Trailrun-Sport auch große Erfolge gefeiert hat. WM-Ehren und alles hast du verbuchen können. Erzähl mal ein bisschen aus deiner Karriere. Jetzt hast du die Möglichkeit. Ja, es ist lang her. Ich habe 86, 87 meine ersten Wettkämpfe gemacht. Habe eigentlich klassisch begonnen als Bahnläufer, dann im Cross gewechselt, was sicher gut war für die Tempohärte. Dann auf die Straße, hat mir nie so die Community getaugt, hat mich dann qualifiziert 1990 für die Berglauf-WM im Stubai. Bin dann überraschend Juniorenweltmeister geworden im Stubai 1990, 91 Vizeweltmeister in Zermatt. Ja, und so hat sich das immer nach oben geschaukelt und war immer überzeugt, dass eben dazu mal der Berglauf ein großes Ding werden würde. Und wie man jetzt da sitzt mit Alex und mit Lars live im Studio und mal übertragt der Event im Pitztal, also das ist schon sensationell, wie sich das entwickelt hat. Und wie gesagt, das hat sich alles aus dem Berglauf raus entwickelt und eben für mich in sehr einer positiven Richtung und in sehr einer erfolgreichen Richtung. Also ich bin mega stolz, eben nur ein Teil von der ganzen Geschichte sein zu dürfen. Alex, wie viele Leute hast du im Einsatz? Wie viele Helfer sind da im Einsatz? Wie viel kann man das beziffern? Ja, also ich denke, das werden an die 100 Leute sein. Ich kann es jetzt nicht auswendig ganz exakt sagen, aber ungefähr 100 Leute werden da heute im Einsatz sein. Lars, reden wir ein bisschen über die ganzen Disziplinen. Gestartet jetzt also die ganz langen Distanzen, aber das geht ja noch morgen bis in den späten Vormittag hinein. Genau, wir haben jetzt gerade die drei längsten draußen, wie man links auf der Seite sieht, den 105er, der 90er und der 60er. Wir haben dann morgen früh um 5 Uhr den 45er Glacier. Der macht quasi die gleiche Runde, die wir jetzt hier sehen und macht dann auch die Riffelsee-Runde noch dazu. Also geht dann morgen früh um 5 auch wieder den Anstieg hoch. Wir haben dann anschließend um 8 die P30 Golden Trail draußen, haben um 7 kurz davor noch den Riffelsee-Marathon draußen und dann quasi noch den 15er dann um 8.30 Uhr, also morgen früh auch noch einiges und haben ja dann schon wieder die ersten Zieleinläufe nach und nach. Also da werden wir morgen rechts und links, da kennen wir uns gar nicht mehr aus. Golden Trail, National Series, vielleicht kannst du darüber nochmal was sagen. Markus, da ist bestens besetzt. Ja, also ich freue mich riesig, das morgen mit dem Lars gemeinsam zu besprechen, beziehungsweise zu sehen, das Rennen. Es wird richtig ein cooles Rennen, ein schnelles Rennen. Es sind wirklich richtige Raketen am Start, wie Tom Roach, die Innerhofers, eben der Matle. Also das wird morgen richtig ein Lauffest werden, eben mit den ganzen Distanzen. Und wie gesagt, speziell freue ich mich natürlich sehr auf die Golden Trail, weil es wird richtig ein entspannendes Rennen werden morgen. Wie sie das vorne an der Spitze entwickeln, ich habe mit den Jungs schon ein bisschen geredet, wie sie das Rennen anlegen werden. Es ist eine Woche nach Pitztal eben Sierra Senal, wo die Jungs die Möglichkeit haben, eben internationales Flair zu schnuppern und wo sie auch die doppelte Punktzahl abräumen können. Aber wie gesagt, ich freue mich morgen riesig, das zu besprechen eben in Lars, wie das morgen das Rennen sein wird. Ich glaube, das wird eine richtig spannende Geschichte werden. Ja, auch wenn man beobachtet, vor 3 Wochen bei der Zugspitze hat der Roach gewonnen gehabt, den Base Trail, was ja auch Golden Trail Serie war. Der Innerhofer war nur 20 Sekunden dahinter, richtig knappes Rennen gewesen. Und der Charakter hier ist jetzt halt ein komplett anderer. Wir haben jetzt ein richtig technisches Rennen morgen, auch auf der P30-Strecke. Auch wie man jetzt hier sieht, viele so verblockte Abschnitte sind auch auf der 30er drin. Also mal gucken, ob jemand da vielleicht technische Stärken besser ausspielen kann. Und wie natürlich auch der lange Rückweg nach Mandarfen, wo man nochmal richtig Tempo laufen kann. Also da wird schon noch mal Richtung 3-Minuten-Schnitt pro Kilometer gelaufen, fast 20 km/h noch mal gelaufen darunter. Was das ja vor allem hinten raus noch mit dem Rennen macht, also das wird morgen wirklich spannend auf die 30. Ja, da reden wir über absoluten Spitzensport, aber das macht es ja auch aus. Also auf der einen Seite hat man Breitensport und auf der anderen Seite sind absolute Spitzenläufer dabei. Ja, ich glaube auch, das ist für den Breitensport natürlich eine Motivation, wenn da so Topathleten sowas machen. Und das ist ja irgendwo immer das Ziel eines jeden Läufers und jeder Läuferin, oder? Dann einmal so schnell zu sein wie die Topathleten, oder? Und das, glaube ich, ja, ist eine tolle Geschichte. Und wir sind auch mächtig stolz, oder? Dass die alle bei uns da starten und dass da solche Rennen da stattfinden. Ja, wenn wir hier auf diese Athleten blicken, die gehen ja auch zügig hinauf. Also langsam ist das nicht.
Nee, also man sieht hier ein schönes, stetiges Tempo und das ist halt das Wichtige in dem Anstieg. Ich weiß gar nicht, auf welcher Position wir uns da genau befinden, wo der Kameramann hinterher stapft, aber man sieht hier wirklich halt den sehr, sehr technischen Anspruch der Strecke. Aber es ist halt auch ein Traum, da hochzulaufen. Also da, ich würde mich jetzt auch heute so um 8 Uhr rum, dachte ich noch, bei dem Dauerregen, der jetzt gerade draußen ist, hätte ich keine Lust, jetzt um 11 rauszugehen. Jetzt wäre ich vielleicht doch mit rausgegangen gerne. Wenn ich das so sehe von den Bildern her, wäre vielleicht doch eine coole Runde geworden. Ja, wir zwei würden da an der Spitze vorne mitlaufen. Dieses Mal wirst du überhaupt nicht mitlaufen, glaube ich, oder? Nee, diesmal reicht es leider nicht zu einem Start. In Innsbruck hat es gereicht, auf den 15er rauszugehen und das Jahr davor auf den 25er rauszugehen, aber dieses Jahr reicht es nicht für einen Start auf jeden Fall. Du warst spät dran, oder? Bei der Anmeldung schon. Ja, können nur 1000 dabei sein. Jetzt sitzt er bei uns herinnen. Lars, wann werden die schnellsten erwartet? Beim 100er dürften wir so wahrscheinlich mit 15 bis 16 Stunden würde ich mal rechnen beim ersten. Das heißt, wir haben dann morgen so gegen 14 Uhr den ersten 100er drin. Der erste 90er dürften vielleicht 1,5 Stunden vorher da sein, sowas rum, 2 Stunden vorher ungefähr da sein. Und der 60er dürfte heute morgen früh so um 8 Uhr wahrscheinlich so der erste da sein, ist in die Richtung. Da bin ich schon gespannt, wie unser Regisseur morgen den Überblick dann noch hat. Ja? Da wird es auf jeden Fall stressig. 5. Kategorien kommen da rein, also da wird es schon richtig abgehen. Ja. Und für den 60er, wenn der halt Richtung 8, 8 reinkommt, ist halt ganz cool, weil dann sind schon die für die P30 halt schon relativ viele Leute auch da dann morgen früh und hat auch einen guten Einlauf dann vermutlich auch. Mhm. 1000 Athletinnen und Athleten sind hier mit dabei bei dieser Auflage, Jubiläumsauflage. 10. Auflage kann man auch stolz sein, Alex, wenn man das schon erreicht hat. Also das zeigt für eine Riesenquantität. Ja, wenn man 10 Jahre ein Event macht, glaube ich, dann gilt das Event für die Ewigkeit, oder? Nein, aber ich glaube schon, oder? Das ist sicher ein Bench, oder? Wo man dann eigentlich schon sagen kann, man hat sich etabliert in der Szene. Und das glaube ich, das ist absolut so, oder? Dass der Piz Alpine einer der Läufe ist, der nicht nur in Österreich bekannt ist, sondern, sage ich mal, mindestens im deutschsprachigen Europa, wenn nicht natürlich darüber hinaus. Und ich glaube schon, das ist schon ganz eine tolle Geschichte, was da gelungen ist, oder? Und was da für den Sport auch in Tirol und in Österreich gemacht wird mit dem Piz Alpine. Also das glaube ich, wird oft einmal unterschätzt, glaube ich, oder? Was Piz da leistet für den Trailrunning-Sport. Ja, wir haben auch heute Mittag mal drüber geschwätzt gehabt schon. Wenn man jetzt mal schaut, hier 10 Jahre Jubiläum, gehen wir mal 10 Jahre zurück im Trailsport, dann hat man sich noch in der Nordic Walking Abteilung an irgendwelchen Schuhen mit Profil fast bedient. Es gab vielleicht einen Speedcross als Laufschuh und noch in der 2. oder 3. Ausgabe. Und das war es halt, was es am Trailsport gab. Und jetzt ist es so ein professioneller Sport. Es gibt so viele verschiedene Sachen, es gibt so viele verschiedene Wettkämpfe, so viele Spezialisten jetzt inzwischen auch. Also es ist Wahnsinn, was sich halt in den 10 Jahren jetzt einfach getan hat. Ich glaube, man muss mal überhaupt suchen, oder? Nach einem Straßenlaufschuh, oder? Also in dem Sinne, ja, es hat sich jetzt wirklich in die andere Richtung entwickelt, oder? Es gibt eigentlich wesentlich mehr Industrie, quasi Firmen, also wie eben Salomon und so weiter, oder? Die eigentlich nur mehr Trailschuhe produzieren und eigentlich gar keine Straßenlaufschuhe mehr. Hast du heute uns auch schon erzählt. Okay. Ja, genau. Also wie der Alex sagt, ich werde oft angesprochen auf gewisse Events und habe immer wieder in den Pitztaler als das Vorbild-Event hergenommen. Man muss sich das vorstellen, man ist ganz hinten drin im Pitztal und da so ein Event hineinzuzaubern mit über 1000 Starter, was 4 Monate vorher schon ausverkauft ist. Also das, glaube ich, spricht schon für sich. Und wie der Alex auch gesagt hat, wenn man das 10 Jahre durchzieht, dass man wirklich ein Stand-up hat in der Szene, also kann ich nur zu 100% unterstreichen. Was ich auch noch erwähnen will, ist, was sehr speziell ist, eben im Trail-Langsport, man muss sich das so vorstellen, man steht wirklich an der Startlinie mit absoluten Superstars, mit absoluten Weltklasse-Athleten. Ich glaube, es gibt keine Sportart, wo man so nah an den Top-Athleten dran ist, wie im Trail-Langsport. Also man kann wirklich mit den Top-Athleten vorm Start noch kurz reden, kurz sich austauschen. Ich glaube, das ist in keiner anderen Sportart so möglich. Da werden die Topathleten immer abgeschottet, haben einen eigenen Bereich, wo sie drinstehen.
Also das finde ich schon sehr, sehr cool und sehr, sehr speziell im Trailrunning-Sport. Was mittlerweile auch auffällt, wir hatten dort 11 Grad beim Start und jetzt sind es 4 Grad. Also es wird schön langsam etwas frisch das Ganze, also von den Gradherren. Und wenn sie noch ein bisschen weiter raufkommen, dann sind wir bald dann beim Nuller. Ja, so 4, das, wir haben jetzt hier die Gletschertemperatur oben mit 4. Das wird schon, wie gesagt, eine wichtige Geschichte, da einfach warm zu bleiben heute Nacht. Da nicht auszukühlen die Nacht über. Das ist auch das, was bei den vielen von diesen großen 100 dann oftmals unterschätzt wird. Also gerade wenn man teilweise dann sieht, Läufer, die aus wärmeren Gefilden kommen, teilweise aus Amerika rüberkommen, die unterschätzen das auch ein bisschen von den Temperaturen, wenn die irgendwie den Western States, was ein sehr heißer Lauf ist, gewohnt sind, da nicht so die tiefen Temperaturen haben, wie dann teilweise hier im August in den Alpen halt einfach sein kann. Das wird oftmals unterschätzt und kann auch zum Rennende auch führen letztendlich, wenn die Energie einfach nicht mehr machbar ist. 1,5 Stunden sind wir mittlerweile jetzt bereits wieder auf Sendung. Heute hier am Freitagabend bis 0.30 Uhr bleiben wir noch dran. Wir geben wieder kurz ab zu unseren Werbepartnern, zu unseren Kollegen, die uns unterstützen, dass wir dieses Event auch so hinaustragen können. Wir sind gleich wieder zurück. Laufen macht einfach aus, dass man in kürzester Zeit super Momente am Berg erleben kann. Gerade mit dem Trailrunning, das ist eigentlich nachher nicht Training oder belastend und anstrengend, sondern eine Belohnung und einen super Start in den Tag. Die Berge geben mir extrem viel Kraft. Darum suche ich sie richtig, die Berge. Und am liebsten da, wo niemand ist. Das ist Leben, das ist für mich ja, Zufriedenheit. Teilweise ist Training oder generell Laufen noch einfach hart. Aber gleichzeitig ist es sicher auch ein Energiespender, wenn man nachher die Aussicht genießt und die Natur erlebt und spürt oder im Wind, dann ist das schon was, was wieder Energie zurückgibt. Das ist so ein Sport, wo ich komplett ausschalten kann. Wo ich mich selber wieder spüre, wo ich mit beiden Füßen geerdet bin und das genießen kann, was ich gerade tue. Der Pitztaler Gletscher, wie wir hier gesehen haben, schon ganz fein untertags, aber auch in der Nacht. Da ist man unterwegs hinauf Richtung Gletscher. Und wir haben ja laufend jetzt die Bilder gesehen und da können wir aber schon wieder hinausblicken, quasi in die Nacht, zu den Steinen, ins Geröll. Da sind sie unterwegs, die eine oder andere Athletin auch. Viele Hunderte sind eigentlich jetzt mittlerweile auf der Strecke, die das Ganze in Angriff. Was auffällt, ist wirklich, es ist wieder trocken. Ja, wenn man da die Bilder sieht, schaut relativ gut aus. Es ist ein sehr frisches Rennen. Es sind jetzt eine Stunde und zwei Minuten unterwegs. Also wie gesagt, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ich glaube, es ist ideales Laufwetter. Wie man da sieht, die Läufer gehen jetzt aus den Stöcken raus. Sie sind immer fix drin in den Stöcken, weil das Gelände eben immer schwieriger wird, immer mehr blockmäßig. Man muss extrem aufpassen, wo man die Stöcke setzt. Wie der Lars eben gesagt hat, ist es sehr gefährlich, wenn man in ein Loch reinkommt mit dem Stock, dass man den Stock relativ schnell abbricht, weil das sind sehr leichte Stöcke. Carbonstöcke brechen natürlich sehr schnell, haben aber trotzdem eine große Stabilität. Ja, wie gesagt, ich finde es genial, wie das jetzt zurzeit rund läuft. Ja, weil der OK-Chef schon langsam wieder weiter muss, weil er noch einiges zu tun hat. Ein OK-Chef schläft während der Veranstaltung nicht. Was steht jetzt an in den nächsten Stunden bei dir? Er schläft nie, ja genau. Ja. Aber er weist alle seine Mitarbeiter immer an, Pausen zu machen, was auch nicht gut ankommt. Nein, aber natürlich, oder, jetzt steht eigentlich an, einmal den ersten Durchlauf oder mal zu haben oder und danach eigentlich schon der Start für den 45 Gletscher vorzubereiten, ist ja um 5 Uhr, oder? Das heißt, ja, das sind 4-5 Stunden, oder? Wo man jetzt ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr Ruhe hat, aber ja,
Ich glaube, und dann geht es aber eh Schlag auf Schlag, weil 5 Uhr ist Start vom Gletscher, dann 7 Uhr vom Riffelsee, 8 Uhr 30, 8.30 Uhr, dann den 15 Kilometer Lauf. Also da geht es schon, geht's dann wirklich auch für uns natürlich Schlag auf Schlag dahin. Gell? Also das ist, heißt volle Konzentration und soll nichts schief gehen. Ne? Mhm. Lars, weil Sie mehrfach bei uns vorbeikommen, wann ist es soweit? Wann kommen die wieder hier im Andarfen an? Ja, der erste Loop wird schon 3 Stunden, 4, 3,5 Stunden, wenn ich schon unterwegs sein für den ersten Loop. Also werden halt Nacht um 3 oder zwischen 3 und 4 die ersten durchkommen auf jeden Fall. Die 60er vielleicht ein bisschen früher, weil um 7:30 dann Richtung 7:30, 8 der erste durch sein wird. Ja, kommt ein bisschen darauf an, wie der Downhill technisch laufbar ist bei der Nässe. Also, ja. Du hast ein bisschen genickt. Nein, ich weiß gerade, ja, ich habe genickt, oder? Aber ich wollte ihn gerade fragen, wen er glaubt, dass der erste ist. Grasel. Ich glaube, ja, genau. Der Grasel wird relativ vorne dran kommen. Der René Meyer auf die 60 wird relativ vorne drin sein. Ja. Die Marie-Louise wird auf die 60 relativ gut durch sein, auf jeden Fall. Ja. Die, über die wir geredet haben, das sind die Favoriten. Ja, wenn man sich auskennt in der Szene, glaube ich, ist das kein großes Geheimnis, wenn man die Starterliste anschaut, eben mit Grasel, eben mit Meier, dass die sicher ganz vorne mitlaufen. Man hat ja gesehen beim Start, beim ersten Block, dass der Grasel das relativ flott angeht. Wir haben glaube ich, kurz diskutiert, Lars, weil wir nach dem ersten Flachstück oder nach dem längeren Flachstück bis zum Anstieg den Grasel eigentlich nicht mehr gesehen haben. Und die ersten 4, entweder er hat ein bisschen rausgenommen oder er hat es wirklich richtig schnell angegangen, das ganze Rennen. Es wird sehr spannend, wann der erste durchkommt, eben wieder in Mandarfen. Aber wie der Alex gesagt hat und wie der Lars gesagt hat, es werden sicher Grasel und Meier sein. Zwischenzeiten sieht man noch keine, oder? Nee, wir haben die erste Zwischenzeit am Gletscherexpress, aber da haben wir noch keine durch. Wir sehen wieder hier die Athleten und Athletinnen, die also unterwegs sind. Ja, du müsstest eintippen, ja, die 9006, wer das ist, das schauen wir jetzt nach. Gell? Er filmt zwar schön hinauf hier, aber da sind wir jetzt gespannt. Sebastian Böck heißt der Gute, ist auf den 90er unterwegs. Ja, ist einer von den 90er-Läufern. Wenn wir da ein bisschen begleiten können. Ja, genau, 3 verschiedene Farben natürlich, auch bei den Startnummern hier an der 90er. Genau, man sieht jetzt hier auch auf der Startnummer ganz gut, dass das Höhenprofil auch mit drauf ist auf der Startnummer. Ist inzwischen bei sehr vielen Veranstaltungen der Fall, natürlich so spiegelverkehrt, dass wenn man die Startnummer nach vorne, nach oben klappt, dann das richtig sieht, was einfach nochmal eine zusätzliche Orientierung ist. Mhm. Man kann auf der Uhr gucken, ich bin jetzt auf 2900, wo ist ungefähr der höchste Punkt? Geht es jetzt danach direkt in Downhill? Aber ich laufe wieder nach oben, da muss ich doch irgendwie falsch sein. Also man kann sich so ein bisschen auch am Profil orientieren, was man auf der Startnummer hat. Man sieht, er hat eine lange Hosen an, ein langes Oberteil an. Man sieht da unter dem Rucksack, wie er schon richtig schwitzt. Er hat eher Kleidung gewählt, was eher wärmer ist. Ich zum Beispiel bin eher ein Typ gewesen, was gerne kurze Hose angehabt hat, egal wie das Wetter war. Ich habe mich einfach wohler gefühlt, eben oben kurz, unten kurz. Wenn man eben auf Betriebstemperatur ist, wie der Lars auch vorher erklärt hat, es ist immer schwierig, wenn man dann in die erste Steigung läuft und dann eben sagt, schlecht, war nicht so gut, dass ich so warm angezogen bin, wenn ich komplett nass geschwitzt bin, ist es natürlich schwierig, eben die lange Hose auszuziehen oder das Oberteil auszuziehen. Deswegen ist es immer optimaler, wenn man am Start steht und man hat das Gefühl, ihm ist leicht oder mir ist leicht zu kalt, dann hat man eigentlich die richtige Kleidung gewählt. Dass man so einen 90er oder 100er machen kann, wie oft trainiert man da? Erzähl dir mal ein bisschen. Ich meine, du bist Coach, Lars auch, hast ja etliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann immer auch mit dabei. Du kennst es auch als Coach. Wie oft trainiert man da? Ja, also wenn man jetzt auf den 90er, 100er rausgeht, dann kommt man schon mit 4-5 Tagen Grad noch so vielleicht aus. Also bei vielen geht es dann eher Richtung 6 Tage, je nachdem, ob man noch Alternativtraining auf dem Rad betreibt zum Beispiel oder andere Alternativsportarten. Aber mit 5-6 Tagen Training für den 100er, so in den Hochphasen, muss man schon rechnen, um da noch durchzukommen. Da muss man fast schon selbstständig sein. Ja, und wichtig sind halt die langen Einheiten. Die darf man halt auf jeden Fall nicht weglassen, wenn man dann nur 4 Einheiten schafft und dafür aber eine lange auf jeden Fall drin hat am Wochenende oder wie man es halt reinkriegt am besten, dann geht das schon noch. Aber wenn man halt da schon vorne ambitioniert dabei sein will, dann kommt man halt über die 6 Tage bei den 100 Kilometern Läufern nicht mehr
also und drunter nicht mehr weg. Komplettes Trainingspensum. Ja, es ist leider halt wirklich so. Und gerade wie wir vorher im Interview den einen Läufer hatten auf die 90 aus Hamburg, dann wird es halt auch schon schwierig, wie man den Höhenmeter macht. Dann kommt man mit, muss man fast mit Laufband arbeiten, weil ein Deich hoch und runter laufen, schön und gut, aber diese Länge des ersten Anstiegs kann man einfach nicht simulieren in dem Moment. Und da muss man schon fast auf Laufband ausweichen. Oder eben auf Radtraining ausweichen können, wenn man dann auf einer Radrolle Höhenmeter trainieren kann durch schweren Tritt. Also muss man sich ein bisschen was einfallen lassen, wenn man nicht die optimalen Trainingsbedingungen hat. Markus, jetzt haben wir 1 Stunde und 10 Minuten. Die Dauer, wie viele Höhenmeter sind ungefähr absolviert? Kann man das abschätzen? Weiß man das ungefähr jetzt da? Ich glaube, den Teilnehmer, was man da sieht, dass der ungefähr leider, da kannst du mich korrigieren. Ich glaube, dass das zwischen 600, 500 Höhenmeter sein werden. Es kommt auch darauf an, was man für Distanz läuft. Die anderen werden das schneller angehen, die anderen werden das langsam angehen. Also ich würde schätzen, dass der so ungefähr auf 600 jetzt ungefähr sein wird, was er Höhenmeter runtergespult hat. Wie der Lars richtig gesagt hat, ist immer schwierig natürlich, wie du dein Umfeld gestalten kannst zum Training, Umfänge machen. Wenn du natürlich eine 40-Stunden-Arbeitswoche hast, dann ist es natürlich viel schwieriger, natürlich so viele Umfänge zu machen. Von meiner Seite, ich war immer berufstätig, habe das dann immer so gewählt. Ich bin oft um 5 in der Früh aufgestanden, habe die erste Einheit gemacht, habe dann 8 Stunden gearbeitet und habe dann am Abend die zweite Einheit gemacht. Kannst natürlich in jungen Jahren sehr viel kompensieren, kannst natürlich sehr viel einstecken, was natürlich im ansteigenden Alter immer schwieriger wird. Ich habe auch sehr viel im niedrigen Pulsbereich trainiert, habe 80% mit 110 Puls trainiert, sehr ruhiges, habe teilweise wenig steile Sachen trainiert, viel welliges Gelände trainiert, um eben den Speed beizuhalten. Eben wie der Lars gesagt hat, du musst auch immer wieder längere Einheiten einbauen, damit du wirklich da erfolgreich bist und solche Distanzen ohne Probleme bewältigen kannst. Ja, und man braucht die langen Distanzen in dem Moment auch einfach als Testsimulation für Ausrüstung, für Ernährung vor allem. Also, dass auch mal in einem 3-Stunden-Lauf, 4-Stunden-Lauf wirklich die Ernährung komplett durchspielen, wie wenn man jetzt auf den 100er rausgeht. Also wirklich die Menge Kohlenhydrate, die man beim 100er dann zu sich nehmen will, auch hier zu sich nimmt. Ob der Magen das verträgt, was er am besten verträgt. Also das ist halt vor allem sehr, sehr wichtig, das durchzutesten. Und weil wir jetzt hier alle auch mit den Stöcken sehen, Stocktraining halt auch einfach machen. Weil oftmals werden die Stöcke dann beim ersten Event ausgepackt, gerade bei vielen, wo aus dem Norden kommen. Die reisen dann an, gehen auf den Wettkampf mit den Stöcken, haben die aber vorher nie irgendwie trainiert, haben keine Technik da, was das angeht. Und dann kann man es halt auch fast wieder weglassen, weil ein Abdruck einfach in den Stöcken, dass man nicht den Schwung mitnimmt, dass man die richtig einsetzt, nicht drüber stolpert, ist halt essentiell wichtig und muss halt trainiert werden einfach. Wenn wir schnell auf die Distanzen schauen und die Höhenmeter auch. Also wir haben über die 106 Kilometer sind es ja eigentlich ganz genau, 6100 Höhenmeter. Dann haben wir über die 90 Kilometer auch über 5000. Genau, haben wir auch über 5000 Höhenmeter und der 60er hat dann knapp über 4. Also da kommen schon gut Höhenmeter zusammen und vor allem teilen die sich halt immer wieder auf lange Anstiege auf. Ja, nach wie vor sind wir live hier aus dem Studio, aus dem Fernsehstudio in Mandarfen, sind fast in 1 Million Haushalte im Fernsehen vertreten über Magenta und A1 und natürlich viele Online-Plattformen, da in Deutschland ganz große Trail-Run-Portale mit vertreten, genauso natürlich die Tiroler Tageszeitung zum Beispiel und andere Online-Partner und dadurch freut es natürlich, dass wir nicht alleine sind, oder? Markus, natürlich. Zu später Stunde, um 0.15 Uhr. Wie du sagst, Martin, es macht natürlich Spaß, wenn man das, den Trailrunning-Sport natürlich so vermitteln kann. Ich habe gerade mit Alex vorher geredet, es ist immer gut, wenn man erzählen kann, du, man ist 100 Kilometer in den Bergen gelaufen. Aber wenn sie die Leute kein Bild machen können, wenn sie sich nichts vorstellen können, genau, das ist schwierig. Und deswegen finde ich das total wichtig und als sehr wichtigen Step, wirklich die Top-Events, dass die anfangen, das wirklich live zu übertragen. Also ich finde das genial und wirklich sehr, sehr spannend. Ja, wir sind in einem Naturjuwel eigentlich hier unterwegs, in einem Gletscher, dass man über einen Gletscher laufen kann, dass man in so einem Gebiet auch unterwegs sein kann, hier unten die grüne Wiese, dann kommen eben die Steine, dann geht es zum Gletscher. Wahnsinn. Ja, ich war heute selber auf dem 30er Loop schon unterwegs und gerade wenn man da Richtung hinten, Richtung Taschachhaus dann läuft, ist halt mega Blick auf die Gletscherkulisse auch, auf das komplett grüne Tal mit dem Steig dann, also wirklich geniale Ausblicke auch oben am Riffelsee.
wirklich super Gelände, super genial und ein paar Steinböcke, die man vielleicht irgendwo noch sieht. Also lohnt sich wirklich, hier zu laufen. Das ist schön, ja. Schauen wir nochmal schnell auf mittlerweile auf die Distanzen, die wir da auch eingeblendet haben. Also Stunde 15, glaube ich, die Dauer momentan, wo Sie unterwegs sind, drei Distanzen. Ja, genau, die 105 oder 106, die 90 und die 60 sind jetzt draußen. Wie gesagt, morgen früh dann direkt den 45er Glacier, der hier auch genau die gleiche Steigung machen wird. Und dann geht es quasi in die andere Richtung mit den Distanzen los, Richtung Riffelsee bei den anderen Starts. Ja, Damen und Herren sind natürlich gemeinsam auf so Strecken unterwegs. Ja, was ich auch super finde, eben die Damen, man darf das nicht vergessen, wie eben gesagt, die Maria Lies, glaube ich, hat letztes Jahr den 60er gewonnen vor den Männern. Also das ist schon eine unglaubliche Leistung. Und wie gesagt, Hut ab von den Mädels, die was da wirklich 100 Kilometer, 90 Kilometer oder 60 Kilometer laufen. Also die müssen auch schon richtig gut drauf sein. Und wie gesagt, unglaublich, was die da leisten. Ja, wir kommen schön langsam zum Ende unserer Übertragung. Es ist jetzt 0.15 Uhr. Reden wir nochmal über morgen, also über dieses Programm. Es werden jetzt Schleifen gelaufen. Wir sind dann ab 6.30 Uhr mit dabei und dürfen natürlich die vielen Starts auch begleiten. Und dann geht Schlag auf Schlag auch mit den Zielankünften. Ja, also ich glaube, morgen ist wirklich ein Lauffest im Pitztal. Wenn morgen die ganzen Läufer, die ersten ins Ziel laufen, beziehungsweise die Starts mit dem 45er um 5 Uhr in der Früh über den Gletscher gestartet wird, dann natürlich Golden Trail, die 30, dann hinten raus eben die 15. Also das wird morgen, glaube ich, Lars, ein richtiges Lauffest werden. Auf jeden Fall. Wir haben den um 7 direkt, also wenn wir anfangen, um 7 direkt den Riffelsee-Marathon-Start auch noch, der vor allem auch eine sehr, sehr schnelle Strecke sein wird, also weil auch die 30er-Runde plus nochmal die kleine von dem 30er-Runde gelaufen wird, also auch sehr, sehr schnelles Rennen, wo wir mit der Ida Sophie auch eine starke Läuferin am Start haben auf jeden Fall, die sich auch da nochmal für den CCC vorbereiten will beim UTMB. Also auch da morgen nochmal einen richtig schnellen Lauf eigentlich machen will, um sich da nochmal die Sicherheit für den Wettkampf zu holen. Und da darf man auch auf jeden Fall gespannt sein, was da drin ist zeitlich dann. Mhm. Es sind ja einige auch, die in Innsbruck dabei waren, dort auch gewonnen haben. Genau, sie hat auch die 100 in Innsbruck gewonnen gehabt zum Beispiel. Da war sie ganz locker drauf, als sie reingekommen ist. Deswegen morgen mal schauen, was geht auf die Strecke bei ihr und dann natürlich schauen, was Richtung CCC dann auch machbar ist. Ja, die längeren Distanzen, also Senior unterwegs, die kürzeren, werden dann morgen gelaufen. 10. Auflage, Jubiläum, auch das, dass wir es nochmal ansprechen. Ein Grund zum Feiern und vor allem ein Grund auch eine Bestätigung, wenn man auf ein Projekt, auf ein Format setzt. Ja, wie gesagt, das ist unglaublich. 10 Jahre Pitztal Trail Running. Ich glaube, Pitztal hat wirklich in der Szene, international, national, einen riesen Fußabdruck hinterlassen, eben mit dem Event. Sie haben das schnell erkannt, eben vor 10 Jahren haben sie angefangen, sind ja teilweise belächelt worden, was sie eigentlich mit dem Sport wollen. Und jetzt, wie gesagt, nach 10 Jahren so ein Event hinzuzaubern, eben mit eben live, dass man die Bilder sieht, ins Wohnzimmer geliefert, ja, faszinierend. Wie gesagt, vor drei, die erste Auflage oder die zweite, dritte Auflage mit 300, 400 Startern. Und jetzt, nach 10 Jahren, ist man mit 1.100 Startern 4 Monate vor Eventbeginn schon ausverkauft. Großes Chapeau von meiner Seite und unglaublich und Wahnsinn, was da geleistet wird für den Trail-Langsport. Schau, unser Kameraläufer hat, glaube ich, die Führung übernommen. Weit und breit ist keiner in Sicht. Ja. Der schlägt da ordentliches Tempo an. Also alle der Paul ist gut unterwegs. Haben wir heute gesehen. Vor allem halt lässig auch, wenn man das sieht, wie die da unterwegs sind. Und ja, die kämpfen alle, die fighten alle und werden dann irgendwann wieder bei uns auftauchen. Genau, in die nächste Runde. Wir werden irgendwann hier wieder durchkommen, die nächste Runde angehen dürfen. Und ja, dann geht es zum Riffelsee. Das erste Mal hoch, da ist es dann nicht ganz so technisch am Anfang. Da kommt hinten raus dann eher die Schwierigkeit dann von dem zweiten Loop. Lars, uns kann, ja. Er hat jetzt wieder Läufer gefunden. Also es ist schon was los auf der Strecke. Lars, uns kannst du es erzählen, so nach 3, 4 Stunden, 5, 6 Stunden, was beginnt man da zu überlegen?
Ja, also meistens gilt es da echt so ein bisschen alles andere auszublenden, vielleicht den Alltag auch rauszulassen in dem Moment, dass man sich da nicht zu arg ablenken lässt oder dann, wenn man über was nachdenkt, dann wird es eher noch länger von der Zeit her, sondern wirklich versuchen abzuschalten, versuchen da im Rennen einfach nur zu sein, über möglichst wenig nachzudenken und sich halt wirklich damit beschäftigen, was essentiell wichtig ist, also mit Ernährung beschäftigen, aufpassen, auf, dass man nicht wegrutscht, die Strecke halt im Blick haben und eher nicht so viel nachdenken ist da angesagt. Ja, ein Thema, was ich noch gerne ansprechen möchte. Man könnte ja meinen, der Trailrunsport, der ist oder kommt aus den Ländern wie Österreich, Schweiz, aber die meisten Teilnehmer, 60% zum Beispiel hier, die kommen aus Deutschland. Also, und in Deutschland, ja, gibt es jetzt vielleicht in Bayern, oder dass man das Ganze trainieren kann, aber im Flachland nicht unbedingt. Und trotzdem, die tausenden Trailrunner und Trailrunnerinnen kommen aus Deutschland. Ich glaube schon, dass eben für unseren deutschen Nachbarn das ganz was Spezielles ist, in so einem Gelände unterwegs sein zu dürfen, das natürlich zu sehen, von der Landschaft her, von der Abwechslung her. Also ich glaube, wenn man das selber nicht zu Hause hat, dann ist das schon sehr speziell, wenn man solche Wettkämpfe macht. Also ich finde das, wie gesagt, ich werde viel darauf angesprochen, von der Landschaft her, von der Location. Deswegen glaube ich, hat sich ja der Trailrunning-Sport so vom Straßenlauf abgibt. Man muss sich vorstellen, die sitzen teilweise den ganzen Tag im Büro, da macht es wenig Spaß, wenn man vom Büro rausgeht und dann sich wieder in der Stadt bewegen muss. Dann hat man einfach die Sehnsucht und den Wunsch, sich in ein Gebiet zu bewegen, was einfach von der Landschaft her, vom ganzen Weg her speziell ist. Und das, glaube ich, macht den Trailrunning-Sport auch aus, die Abwechslung und das Spezielle in die Berge unterwegs sein zu dürfen. Ja, man darf auch da nicht vergessen, dass Trailrunning halt nicht nur Pitztal-Alpin heißt, sondern halt auch viel, gerade im deutschsprachigen Raum, im Schwarzwald, viel im Harz, lässig, ja, und so weiter, viel im Siebengebirge, weil in der Nähe von Köln sogar auch stattfindet, oder sei es in Berlin im Grunewald. Also da, viel Trailrunning ist halt auch außerhalb der Alpen und da doch auch relativ hoher Prozentsatz der Teilnehmer auch herkommt wirklich bei den Events und das wirklich überall stattfinden kann in dem Moment. Aber es hat sich eben über 6-7 Jahre jetzt einen Boom entwickelt, was man nie gedacht hätte, und der ist nicht aufzuhalten. Ja, so ist wirklich extrem. Also ich bin meinen ersten, in Anführungszeichen, Trailrun beim K42, beim Swiss Alpine damals gelaufen, als es den noch gab. Und da war es halt ein Bergmarathon, wo man halt gesagt hat, man versucht es halt statt mal halt einen Bergmarathon zu machen. Da war doch noch nicht gesprochen über Trailrun oder sowas. Und was halt jetzt inzwischen durch daraus geworden ist, durch die ganze Community, durch die Marken, die da alle mit irgendwelchen Social Events für Schuhtests und so weiter auch wirklich Community Building betreiben, wo Laufgruppen sich finden, wo zusammen unterwegs sind, wo man wöchentliche Lauftreffs hat, die da unterwegs sind auf dem Trail, ist halt wirklich toll, dass es so weit gekommen ist. Ja, und bevor dieser große Boom ausgebrochen ist, hast du ja auch Projekte gemacht, Markus, die dann ganz speziell waren, eben auch mit Servus TV zum Beispiel. Da bist du ja auch sehr lange Distanzen, so schnell wie möglich hast du das Ganze absolviert. Also das waren besondere Projekte. Ja, es war dadurch, dass ich eben in die Berge aufgewachsen war, war bei uns auch sehr ein spezielles Rennen eben mit dem Steinbocklauf, der mittlerweile 54 Jahre alt ist. Und da ist mir schon als kleiner Bub immer wieder in den Sinn gekommen, ich will einmal die 100 Kilometer auf dem Berliner Höhenweg zu laufen. Und habe dann das Glück gehabt, dass das Format eben von Servus TV angenommen worden ist. Und da ist das tatsächlich das erste Mal ein Langdistanzrennen in dem Wohnzimmer gesendet worden. Und dann ist natürlich absolut die Post abgegangen in Österreich. Und viele sagen auch, das war die Geburtsstätte in Österreich für den Ultralauf. Also das war schon sehr speziell und ja, sehr was Außergewöhnliches. Die Leute haben mit denen nichts anfangen können und das war, ja, dadurch ist ja teilweise der Boom ausgelöst worden. Und ich war immer schon als kleiner Junge sehr überzeugt, dass der Sport wirklich eines Tages richtig groß werden wird. Und man sieht jetzt auch, wenn man das sieht, eben da im Pitztal, das ist wirklich, entwickelt sich wirklich zum Massensport. Ja, jetzt fassen wir nochmal zusammen. Lars, einige sind vielleicht noch dazugekommen jetzt zu dieser Zeit, die sind am Rumzappen. Oh, was kommt denn da? Oh, aus Pitztal, live, das ist schön. Wir sind mittendrin in der Königsklasse, wenn wir es jetzt mal so sagen möchten, Königsdisziplin von der Länge her. Das ist welche Länge? Genau, wir haben die drei längsten, die 105 Grad am Laufen, den 90er und den 60 Kilometer Lauf. Wie gesagt, mit über 7000 Höhenmeter oder in der längsten Distanz oder fast 7000 Höhenmeter in der längsten Distanz.
Wirklich beeindruckend, das so zu machen hier im Pitztal bei dem bei der technischen Herausforderung der Strecke auch und haben den 90er und den 60er noch mit dabei, die nicht weniger anspruchsvoll sind, ein bisschen kürzer von den Längen her, aber auch da mega Riesensport, das so zu betreiben heute Nacht. Ja, heute Nacht werden verschiedene Schleifen gelaufen und morgen in der Früh geht es dann weiter mit den etwas kürzeren Distanzen. Genau, die kommen insgesamt viermal hier durch, die 100er, oder beim vierten Mal laufen sie dann ins Ziel rein und laufen wie so ein Kleeblatt quasi jeweils die Strecken und jeweils immer eine Runde weniger für die 90er und für die 60er und morgen haben wir dann noch den 45er Gletscher, der auf die gleiche Runde geht, wie jetzt heute die erste Runde ist. Wir haben den Riffelsee-Marathon und wir haben den P 30, der dann Golden Trail Serie sehr, sehr stark sein wird. Und wir haben dann noch den 15er hinten raus. Und für dich, Markus, ist eine besondere Vorfreude auf morgen, der 30er dieser Golden Series. Ich freue mich überhaupt auf den Morgentag, erstens, wenn die ersten einlaufen von der Landesdistanz, eben vom 105er, vom 90er und vom 60er. Und natürlich speziell eben auf den 30er, weil sehr viele Top-Athleten am Start werden. Es wird richtig morgen ein spannendes, hartes, interessantes Rennen werden. Und freue mich schon richtig morgen, das mit euch gemeinsam im Studio mitzuverfolgen. Ja, wir könnten jetzt da stundenlang noch zuschauen, wie die da hinauflaufen. Ja, genau. Wird auch noch stundenlang dauern. Also von dem her. Genau. Der Kameramann könnte noch eine Weile hinterherlaufen, auf jeden Fall. Er ist gut drauf. Ja. Ja. Wahnsinn. Er macht sogar Führungsarbeit. Ja, das leistet er. Ihr zwei, was macht ihr jetzt noch? Ja, ich glaube, erstmal eine Runde ins Bett liegen, auf jeden Fall. Auf alle Fälle kurz und schnell schlafen, dass wir morgen wirklich fit sind, das mitzuverfolgen. Wir sehen uns allerspätestens zum Briefing. Mhm. Um 17:45. Perfekt. Und um 6:30 gehen wir auf Sendung. Ja. Dann dürfen wir Danke sagen den vielen, vielen Zuseherinnen und Zusehern, die bei diesem Auftakt jetzt mit dabei waren. Mitten im Mandarfen ist unser Fernsehstudio. Und ich kann Ihnen nur eines sagen, na, morgen ist wieder schön Wetter. Sie könnten ja hereinfahren, wenn Sie Lust haben. Sie müssen sich einfach das geben. Blicken Sie da mal hinauf auf den Berg Richtung Gletscher, was da rechts und links alles geboten wird. Viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind bereits auf der Strecke und viele werden es morgen machen. Um 6.30 Uhr sind wir live bis 14 Uhr mit dabei über die verschiedensten Distanzen. Wir freuen uns auf einen Megatag morgen. Erstes Dankeschön an unsere Regie und Technik, die haben einen super Job heute Abend gemacht. Danke euch zwei. Wir haben echt einen Spaß gehabt jetzt einmal zum Warm-up und morgen werden wir 7 Stunden hier Vollgas geben, auf das freuen wir uns. Da werden dann viele Gäste auch mit dabei sein und vor allem werden wir mit etlichen Kameras draußen auf der Strecke sein. Schnell schlafen, dann sehen wir uns rasch wieder ab 6.30 Uhr. Das war's hier aus Mandarfen. Danke und ich hoffe, wir sehen uns heute früh wieder. Tschüss.